Da, herzlich willkommen zu Beanstalk. Heute machen wir das ganz große Abhauen in GTFO. Wir wissen nicht ganz genau, was uns erwartet, aber wir sind höchst motiviert. Bis gleich. Get the fuck out. Das hören wir oft. In diesem Fall ist der Titel des Spiels. Wer kennt sich denn am besten damit aus? Ich dachte, das heißt ja, das Grand Tactical Fulminant Organisation. Operation. Das ist gut. Ich glaube, die einzige Person in dieser heutigen Beans-Zusammenstellung, die das je gespielt hat, ist Chiara. Ja, ich habe es heute mal ganz kurz gespielt. Bin nicht so weit gekommen, weil es bockschwer ist und man es wirklich nur zu viert schafft. Deswegen habe ich mich reingesetzt, als ich hörte, dass Nils heute nicht kann. Und unser Ziel ist einfach nur, aus einer Anlage zu flüchten und uns von Monstern am besten zu schützen mit unseren Waffen. Also eine Art Left 4 Dead mit dem Ziel zu entkommen, in dem Fall irgendwo raus. Ja, genau. Viel mehr muss man ja fast nicht wissen. Ja. Aber ich wette, wir werden uns verlaufen. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall, was interessant ist, wir haben vier Spieler. Wenn man mal kurz auf mein Screen geht, dann sieht man unterschiedliche Setups. Da konnte man sich jetzt hier auch schon so ein paar Sachen rausholen. Und was hier interessant ist, ist der Bereich Tool. Da gibt es nämlich verschiedene Gerätschaften. Hier haben wir zum Beispiel den Foam Launcher, der macht Gegner langsamer. Den Bio-Tracker, da steht Enemy Detection. Man kann sogar runterscrollen. Mine Deployer, Burst Sentry, Shotgun Sentry. Also, ich nehme doch lieber Burst Sentry. Vielleicht nehmen wir doch alle Sentries und dann haben wir acht Männer. Ja, ich habe die Vermutung, dass es Sinn macht, alles irgendwie sinnvoll zu benutzen. Ja, ich glaube auch. Hier sind aber auch eine Menge Sachen, wo man. Aber ihr habt jetzt alle den Foam Launcher auf jeden Fall. Ja, der hört sich irgendwie am interessantesten an. Wir können ja einfach mal ausprobieren, Enemy danach Slowdown. Wissen wir mehr. Sag mal, liebe Regie, ist es normal, dass ich die anderen noch nicht auf meinem Dings hier höre oder was? Ah, jetzt. Okay, ne, ist soll normal. Ich dann vielleicht mal was anderes nehmen? Ich kann den Bio-Tracker, Mind Deployer oder Burst Sentry nehmen. Der Bio-Tracker hört sich voll langweilig an. Da steht nur Enemy Tagging. Ja. Also, aber das kann natürlich trotzdem sehr wichtig sein, wenn du weißt, von wo die Gegner kommen. Ja, oder? Okay. Wer opfert sich denn für die wichtige Aufgabe des Taggings? Na gut, dann mach ich's. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich kann. So, ich bin bereit. Okay, dann let's go. Wir werden einfach jetzt mal probieren. Das ist ja gegen KI, ne? Also siehst du, dass wir gegen Menschen spielen, genau, oder? Genau, gegen KI. Du musst gedrückt halten bei Ready for Cage. Ich sehe es gerade, ich wollte nichts falsch machen. Und jetzt gedrückt halten, abgefahren, ne? Waiting on Horse. Drück hier unten mal in der Mitte gedrückt halten. Gedrückt halten. Drop. Oh, shit, das geht sehr schnell. Scheiße, was ist denn hier los, ey? Irgendwie mag ich's schon. Oh, das erinnert mich an dieses fiese Quake, wo man am Anfang wie so ein Versuchskaninchen durch die böse Anlage geschickt wird und auseinandergerissen wird. Yeah. Aha. Ist das ein Knast, in den wir da reinkommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Arkham Asylum. Das ist ja ein Batman. They react to light and sounds stand still. Okay. Also das Spiel ist sehr dunkel. Mit F gibt's eine Taschenlampe. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Ah ja, ich sehe euch. Okay, ja, wahrscheinlich ist Licht machen gar nicht mal so unproblematisch. Hm? Also irgendwie die Art, wie man hier reinkommt, die gefällt mir schon ganz gut. Ich hab Angst. Das wäre auch ein guter Ride auf dem Dom hier. Die Gegner reagieren auf Licht und Geräusche, also müssten wir ein bisschen aufpassen. Okay, also sind nicht alle. Natürlich erstmal in der Steuerung. Flashlight habe ich dahin gepackt. Müssen wir looten? Wir looten ist, glaube ich, immer gut, ja. Geil. Okay, der Hammer. Okay, aha. Ist hier irgendwas? Vielleicht kann jemand mal die Waffen, die noch unbekannt sind, mal ausprobieren. Oder sollten wir uns jetzt lieber aufheben? Schon? Ich glaub, nur, dass das wir wissen, aufheben. Wie sie gehen. Ich probiere mal kurz den Foam. Oh, das sieht ja witzig aus. Okay, das, so ähnlich habe ich mir das vorgestellt, das tatsächlich. Da will man tatsächlich so ein bisschen dran lutschen. Ist ein bisschen wie in Prey. Da kann man ja so die Dinger dann Marshmallow so Launcher, ne? Ja, oh, stell dir mal vor, Dennis, ich glaube, wir würden nicht lange überleben. Oh, ich würde den aber denn nicht mit in so kleinen Impulsen, sondern ich würde einen Continuous Foam Launch machen. Ich würde einen Sentry Gun aufstellen und dann wie so eine Tenniskanone mich da reinstellen und mich dauernd von Marshmallows anballern lassen. Oh ja. Okay. Was genau kann man hier looten? Wenn ihr was zum Looten findet, sagt es mir bitte. Ich mag Loot. Ich habe jetzt auch nichts gefunden. Hier vorne, guck mal, hier ist so eine Box. Wer bist du? Vielleicht kann man die aufmachen. Ich drück mal. Ich mach mal kurz Licht bei mir. Aha, jetzt kann ich hier E gedrückt halten. Ihr seht alle echt krass gekleidet aus, bis auf Simon, der hat eine Leggings an. Echt? Ja,
Du, also, ja, ich oberhalb deines Torsos bist du echt badass und unten bist du Aerobic-Star. Mama hatte nur die Hälfte. Okay, ich hab's aufgemacht. Das brauche ich auch aufgemacht. Ja. Okay. Und ich habe irgendwas genommen. Ich auch oder nicht. Aber was habe ich da genommen? Ammo-Pack. Aber warum hält ihr das denn in der Hand? Ich glaube, ich habe eine Tür aufgemacht. Warum hält ihr das Ammo-Pack? Also links oben sehen wir, was wir überhaupt machen müssen. Schon okay, also ich versuche gerade mal hier mit meinem Radar klarzukommen, über den ich euch. Ach, guck mal, ich kann auch die Map malen. Das ist ja geil. Wenn ihr die Map macht, dann können wir hier sehen wir alle unsere Mauszeiger. Das ist geil. Alter, Alter. Also ich gehe hier lang, Simon geht hier lang. Und dann gehen wir hier runter. Mhm. Ja, der Klassiker, ne? Ja. Ich hab einen Penis gemalt. Aber es geht nicht, coming. Weil ich gehe nicht genug. Der Penis hat nicht genug. Ja, da müssen wir zusammenarbeiten, um den Penis zu machen. Man kann ja auch den alternativen, den hier. Den von der Seide. Der aber ist, wenn man den ganz klein macht, scheiße. Nur entweder Eier oder Penis. Okay, tut mir leid, Chiara. Hören wir doch mal. Ach so, ich hab schon Gegner getötet. Ich bin da schon. Gut, wir auch, natürlich. Ja. So, oh, hast du denn alle getötet, von Chiara? Von mir ist auch noch ein Gegner. Mit der Melee-Weapon könnt ihr, wenn ihr wollt, ihn auch mal umbringen. Ich nehme an, Munition ist knapp, oder? Alter, der steht ja einfach nur rum. Nimm mal, okay. Ja, oder probiert's einfach mal so. Oh, was ist das denn? Man kann die Melee-Weapon ich habe ihn getaggt. Oh, ich habe ihn getötet. Das hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Aber hat er dich angegriffen, oder war das jetzt so... Ja. Ja, das klingt nicht so ganz überzeugend. Wie sollte er denn angreifen? Hier ist noch mal eine Box. Der hat fiese Hemmungen. Mit irgendwas drinne. Glowstick. Ja, für dunkle Bereiche. Was macht es? Es glowt stick. Okay. So, hier ist noch eine Tür. Der Alarm wird aktiviert, wenn ich die jetzt öffne. Aber wir machen das einfach mal. Ich mag stimmungstechnisch. Wir machen es einfach mal ein bisschen Action. Wir sollen da rein, Security in den Bioscan, auf dem Boden. Seht ihr das? Also, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, stimmt. Kommst du aus jemand einen Schritt vor? Ach, da rein. Ach, wir müssen alle zu vier da drin stehen. Oh Mann. Okay, da kommt was. Dreht euch, Simon. Hinten! Habe ich Granaten? Nee. Ja, darf ich mich jetzt da rausbewegen oder nicht? Jetzt müssen wir zu den kleinen Punkten. Jetzt sind wir cool. Zu den kleinen Punkten. Da steht noch mehr Scan. Was? Ich weigere mich. Da sind noch so kleine Munition rote Punkte auf dem Boden. Da müssen wir uns draufstellen. Alter. Krasse Lichteffekte. Mann, das kann ich so. Kann ich so ohne. Oh, die sind größer. Oh. Das sind die großen Geschwister. Vom Sie. Kann man nicht schießen? Macht Marshmallows. Ich hole meine Marshmallows gleich. Was ist passiert? Die haben mich umgedreht. Wir haben ich kann nur noch gemacht. Die Wand angucken. Nee, ich bin tot. Könnt ihr mich dingsen? Wieder das ist gerade sehr schlecht. Erstmal die Zombies vielleicht. Ja. Aber ja, oh. Ich glaube, ich bin auch tot. Ja. Shit, Alter. Das ging aber schnell. Enter Security Scan to stop alarm. Ich bin auch tot. Okay. Das ist ein gutes Ding. Hui. Also ich muss sagen, aber ich habe überhaupt nicht gemerkt, was mich getroffen hat. Ehrlich. Aber es hat ein interessantes, irgendwas ist da. Ich finde es interessant durch RAF 0. Ja, das ist auch noch wesentlich komplizierter, glaube ich. Dann. Ich mag die Gore-Effekte, die sind sehr squishy. Okay. Ich habe das Gefühl, dass uns Nahkampf nicht viel geholfen hat. Dieser Bio-Tracker ist halt irgendwie schon okay, aber nicht auf Close Combat bringt er dir ja nichts. Ne? Ja, nie mach den weg. Ich glaube, der ist wichtig, aber ich weiß nicht, wie. Nee, okay. Mach ihn weg. Wollen wir Full Foam gehen? Full Foam, ja. Full Foam. Ich bleib bei Sentry, ich will die haben den noch gar nicht ausprobiert. Aber ja, ich gehe die Nahkampf-Sentry. Aber ich glaube, ich nehme die Assault Rifle jetzt als SMG. Main. So. Schrotflinte, ja, okay. Komm, okay, komm, Chiara. Ich bin schon ready jetzt. Kann man das eigentlich überspringen? Achso, hold ja, doch. Key to skip. Der Chat sagt, da werdet ihr gleich schmunzeln, ihr müsst vorsichtiger vorgehen. Also wir haben doch gar nichts nicht Vorsichtiges gemacht, oder? Also wir sind eigentlich nur nach vorne gegangen. Das ist eigentlich alles. Das war ja die erste Tür so ungefähr. Wieso wackelt das so eigentlich? Wir sind am Reißen. Am Reißen? Glaube ich. Okay. Am Laden. Wahrscheinlich die Ladezeit. Oh, Taschenlampe aus, schreibt uns der Dodo. Sonst schmeißen die Gegner diese Lichtkugeln auf euch. Da steht's ja auch. Die schmeißen Lichtkugeln. They react to sound and light. Naja. Aber wir ja auch. Also wir müssen auch was. Das ist eine schlechte Situation für alle Beteiligten. Okay. So, also ich mach erstmal die Taschenlampe aus. Hallo? Seid ihr auch noch im Sitz? Ja. Ich, okay. Vielleicht erstmal abschnallen. Ich. Okay. Ja, okay. Also vor uns ist schon ein Gegner, sehe ich hier gerade, bei 345 Norden. 345.
Also, na gut. Ach so, natürlich. Ja, ich wollte erstmal schleichen. Ja. Oh, komm schon, Achtung. Ach, okay, Entschuldigung, aber ich muss eins wissen. Sollen wir die alle töten oder nicht? Naja, also, ich doch, glaube, aber am besten, und am besten ist leise. Das Ziel ist halt zu entkommen. Das Beste ist es, die Leiste zu töten, weil sonst holen sie noch mehr Freunde. Ich denke mal, das ist, wird wie so ein Kill-Room, den man erstmal alle erledigen muss. Aber vielleicht ist es wirklich besser, gar nichts zu machen erstmal. Wieso kann ich die nicht hinstellen, die Sentry Gun? Kann die nicht hinstellen? Kann ich klettern? Aua. Schaff's nicht. Ich glaube, wir haben alle. Wer liegt da? Moment. Oh, da ist noch wer. Das muss ich drücken? Alter, irgendwas hat mich hier schon wieder. Boah. Alter, wie den da einfach. Oh, da ist explodiert. Oh, ich bin auch fast tot. Aber seht ihr, jetzt haben wir ein bisschen gekillt. Zeit. Die bewegen sich sehr unvorhersehbar. Enter Security Scan to stop Alarm. Wir müssen Security Scan ist, glaube ich, dann in dieser in diesem Kreis. Enter Security Scan to stop Alarm. Wir haben den Alarm ausgelöst. Fuck. Ich höre nichts. Alles gut. Das ist ja krass, ich habe meine Möglichkeit, die Kiste zu öffnen, vertan. Ich habe sie aufgemacht. Das ist so peinlich. Wer kann nicht mal eine Kiste öffnen? Aber wieso habe ich sie jetzt in der Hand, die Munition? Jetzt ist sie. Damit du die nicht wegwerfst. Ich bin fast tot schon. Also können wir die nicht. Stell dich mal vor mich, Simon, vielleicht kann ich dir was geben. Geht das? Moment. Steht da? Aber ich bin doch. Jetzt hast du es bekommen, glaube ich. Los? Was geht denn hier? Ja, das hast du wahrscheinlich automatisch ausgerüstet. Glaub dir einfach. Einfach Dennis, Munition oder was war das? Das war Munition. Ja, okay. Das brauchen wir lieben. Und wir kommen schon. Du bist echt am Terminal, du hackst gerade. Dennis hackt irgendwas hier, der hackt was aus. Chiara hat hier auch eine Tür aufgemacht. Wollen wir zusammen oder warten oder wie ist der Plan? Ich glaube, ich bin gleich bei euch. Ach, du bist die Letzte? Okay, dann bin ich der Letzte. Was tippst du denn da ein? Oh, das ist ganz schön schwierig hier. Ja, das macht alles verdinkelt. Also am Terminal kann man Dinge suchen, zum Beispiel Items oder sowas. Okay. Ich brauche was zum Heilen. Wenn jemand was zum Heilen hat, ich habe nur noch 37. Ich kann mal Ping Health Kit machen und dann sage ich dir, wo eins ist. Oh, das ist gut. Wie kann man das denn machen? Ping? Wie kann man das kurz? Ping. Sieht ja mega cool aus. Ach, da. Ping Error. No item found with name Health Kit. Vielleicht heißt das ja irgendwie anders. Medipack heißt das. Medipack 6, okay. 2, 3. Medipack. Aber dann war das doch eigentlich schon ganz gut, alle zu erledigen erstmal, oder? Wenn wir jetzt hier so rumlaufen. 6, 2, 3. Sonst überraschen die uns doch irgendwann. Ja, aber ich glaube, es kommen immer mehr, wenn wir. Out of range. Ja, okay. Aber das ist witzig, dass man das hier machen kann. Kannst du Informationen zu HSU-140 bekommen? Das ist unser Ziel. Okay. HSU-140. Alright, pinging, waiting for reply, request timed out. Ping failure, out of range, could not find. Are you in the correct security zone? Wir brauchen eine gelbe Keycard. Nee, in Zone 49 ist das sowas? Nee. Doch nicht. Dumme Frage vielleicht, Denzel, aber kannst du nach einer gelben Keycard suchen? Du stehst da, kannst du gerne selber probieren. Mal, ist ganz lustig. Ach, da muss ich dann suchen tut man mit Ping und dann Yellow Keycard oder so. Oh, ich habe ein Medipack gefunden. Geil. Sehr gut. Was war das denn für ein 601? Weiß ich doch jetzt nicht mehr. Enter Security Scan to stop Alarm. Immer noch. Wollen wir da nicht mal hin? Jemand sagt, ich müsste Query eintippen. Nein, das ist doch irgendwann, oder? Ah, doch, doch, das stimmt. Ja? Das stimmt, ja. Aber wofür ist das? No object found with ID. Aber sowas ist witzig, da fühlt man sich wie ein echter Hacker, ne? Wenn man so ein, zwei Commands rausfindet und dann plötzlich da was steht. Passwort 1234. Naja, jedenfalls finde ich nichts, ich weiß auch nicht, wie es geht. Man muss halt die richtigen Namen eintippen und that's too much to ask. Ja, das ist zu schwierig. Also zum Beispiel brauchen wir diese eine gelbe Keycard 601 oder so. Die habe ich gerade versucht zu finden, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Kann ich nochmal gucken. Key Yellow 601. Key Yellow 601. Okay. Braucht noch jemand ein paar Glowsticks? Ich habe hier richtig viel. War hier schon jemand an dem Spind?
Ich war an einem Spind oben. Ja, genau, da oben war ich. Da waren Glowsticks drin, du hast nichts verpasst. Okay, okay, was? Glowsticks, ich brauch Glowsticks. Was machen wir? Ey, ich hab was! Ich hab was, er sucht den Yellow Keystick. Hier. Wo ist er? Ping out of rage, leider. Get to zone 50. Wir sind Zone 49, gut, das ist bestimmt nicht weit. Kann man das denn jetzt dieser, wir müssen doch da jetzt mal hin. Also wo hier diese Blase da am Boden war. Also nicht die, ihr wisst, die Markierung. Da, wo wir gestorben sind? Genau. Wo ist das denn? Ist das eine Leiter oder was ist das? Hier ist das. Hier war das. Aber wollen wir den Boden formen und dann bleiben die alle hier stecken am Eingang? Weil die kommen ja von hier. So, ja, genau. Wir bauen jetzt hier unsere Verteidigung auf, okay, weil das nämlich cool ist. Also ihr glaubt nicht, dass wir die schon haben, sondern dass die jetzt nochmal an neu kommen, ja? Ja, wir müssen jetzt den Alarm anmachen. Wie kann ich hier... Wie kann man ein Geschütz bauen? Musst du mit vielleicht der Tool-Taste und dann Enter gedrückt halten. Ich habe meins jetzt auch gebaut. So, kommt, Leute. Okay. Meine, ich weiß nicht, wie lange die da steht. Bin gleich out of foam. Okay, dann soll ich mal den Alarm anmachen? Oder schon? Okay, jetzt kommen sie, glaube ich. Okay, wir müssen jetzt alle hier in der Mitte stehen, in der Zone. Schnell. Ja, mein Sentry-Gun ist hier. Okay, komme. Und dann erscheint gleich... Leider nicht, wie ich Minen da kommen sie. Der Foam macht ja gar nichts. Was? Das ist ja Quatsch. Aber der sollte sie doch verlangsamen. Ja, der muss draufschießen. Er hat's doch. Der muss wirklich draufschießen. Okay, jetzt müssen wir diesen Pfeilen hier folgen am Boden. Lampen aus, genau. Lampen aus, okay. Hab ich's auch noch aus? Aus. Irgendjemand hat... Hab ich die Lampe an? Nein. Irgendjemand hat noch Lampen an. Und Headshots geben, bitte. Ja, ja, ja. Wir müssen in den Security-Scan da rein. Die sind hier auch zu unseren Füßen übrigens. Kann man punchen irgendwie? So, ich stehe in einem Scan. Den Security-Scan. Drin. Okay, folg den weißen Linien. Ich bin in einem. Ah ja, hier, ich bin auch in einem. Ah, 100%. Ach, guck mal, da hinten ist einer eingefoamt. Bei ihm hat es doch funktioniert. Okay, die Tür ist offen, Leute. Okay, okay. Denn. Also, Moment, die ist gleich. Nee, jetzt die ist sie offen. Nicht ja. Hey! Yay, yeah, wir haben es geschafft. Hey! Hier sind noch mehr Monster übrigens. Muss ich die Sentry Gun mitnehmen? Oh shit. Nee, was? Leute. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh shit. Die kommen von vorne jetzt. Vielleicht sollte ich nicht die nächste Tür aufmachen. Nicht mehr gucken, Regie. Sollen wir die Tür zumachen oder so? Wo bist du denn, Simon? Kommt mal. Ich bin tot. Achso, ja, tot oder wiederbelebbar tot? Ich weiß nicht, da wo wir eben standen. Ich musste auf den einen Slot mich stellen. Und okay, ich glaube, ich habe keine Muni mehr. Erledigt. Ah, da liegt er doch. Warte mal, wir holen ihn wieder. Revive Simon. Oh shit, auf meinen Glowstick. Oh, ich bin down. Oh shit. Ja, man kann wiederleben. Ich glaube, ich kann das sein, weil ich dir den Glowstick an den Kopf geworfen habe. Ich bin schon längst tot. Okay, du liebst das ist meine Schwachstelle. Okay. Chiara, wo bist du? Ich lebe? Achso, okay. Alle leben, alle gut. Aber wir haben alle Damage Achtung, genommen. Achtung, Foam. Warte mal, ich versuche mal meine Sentry Gun wieder einzusammeln. Ja, geht nämlich doch. Ich mach die mal kurz auf. Okay, Glowstick, wow, hilfreich. Ich weiß leider immer noch nicht, wie die Ihr könnt das Licht auch wieder anmachen, glaube ich. Wir werfen einfach Glowsticks überall. Wir brauchen auf jeden Fall. Dann wissen wir, wo wir herkommen. Ja, das ist die Hänsel- und Gretel-Taktik. Ja. Nee, das ist super gut. Das ist eine super gute Idee, dass wir uns aufteilen. Ah! ich mache wieder auf. Ich form dich, glaube ich, wenn du das nochmal machst. Ich mach's nochmal, aber jetzt nicht mit dir. Achtung, Glowstick. Aha, okay. Shit. Au, Mama, ich habe Achtung. Au, pst, pst, pst. Die sehen uns sonst sehr gut. Hab ich die jetzt wieder aufgeguckt? Guck mal, die gehen wirklich an einem vorbei. Die wissen nicht, wo ich bin. Guck mal, ich bin direkt hinter denen. Die sind zu mir gelaufen. Das sind zwei jetzt an meiner Scheiße, warum hält er mich denn da an? Die Beine gebrochen. Simon, bleib in dem Raum, wo ich dich eingesperrt habe. Bleib da, du bist in Sicherheit. Ey, ihr wollt mich wohl verarschen. Habt ihr jetzt die Tür zugemacht? Naja, geht wieder auf. Ich mach, was die Frau sagt. Bleib da drin. Einer muss überleben. Okay, gut. Dankeschön. Ich habe Chiara aufgehoben und bin aber fast tot jetzt. Oh, da kommt kommt so ein. Jemand hat die Lampe, glaube ich, noch an. Oh, ich habe keine Muni mehr in meiner Main. Soll ich den Typ hier mit dem. Ja, ich mach dem jetzt mal alle, komm. Die Meldung links unten. Wir wurden alle schon 10-mal revived. Kann das sein? Das kann eigentlich nicht sein. So, jetzt. Wollen wir nicht mal die Tür hier hinter uns? Lasst mal die Lampen aus und werft mal Glowsticks rein. Ich glaube, darauf reagieren die nicht. Ja, hier, wo ich bin, ist auf jeden Fall. Irgendwas. Sieht eh viel cooler aus mit Glowsticks. Ja, eben. Sieht zwar immer noch nichts, aber. Hier geht es auf jeden Fall runter. Ich habe keine Glowsticks mehr, leider. Es ist natürlich auch sehr dunkel, also. Oh, ich sehe. Ja, Licht. Achso. Hast du es geschafft? Verdammt, jeder schafft es.
Ah, es sind nur Glowsticks drin. Noch mehr Glowsticks. Glowsticks. Die sind aber auch spendabel mit den Glowsticks, also. Wollen wir hier runter? Ja, okay. Ja. Ich glaube, da ist auch keiner da. Geht woanders. Böse Musik. Ah, hier sind wir in 50. Hier ist der gelbe Schlüssel. Versuchen wir mal, hier sind auch Gegner, versucht mal zu schleichen und das Licht auszumachen. Okay. Erstmal. Ich mach die Tür hinter. Kann man irgendwie, also in die Hocke oder anders schleichen? Mit Steuerung in die Hocke. Steuerung. Ja, aber du meinst mit Schleichen, meinst du in die Hocke? Okay. In die Hocke meine ich dann. Genau. Vielleicht gibt's ja auch normal Laufen. Ich glaube nicht. Also die sehen einen dann wirklich nicht, selbst wenn die vor einem stehen. Die sind so ein bisschen wie die Klicker in. Ja, die klickern auch gerade, weißt du das? Ja. Ja, da sind sie doch. Hab den. Mit dem Vorschlaghammer kann man ja nicht ganz gut killen, wenn man den auflädt. Aua, hinter Achtung, mir. Hinter euch. Warte, ich hau hinter den. Hinter dir, Simon, hinter dir, Simon. War da, der hat sich jetzt versteckt. Und hinter dir eben. Ja, genau. Aber, oh, Achtung, Eddie, 2. Du bist downed? Was? Okay, so. Oh, tut mir leid, ich hab dich auch gehauen. Bin ich nicht sicher, ob der. Schnell noch einen mitgegeben mit dem Hammer. Könnt ihr mich reviven? Bin dabei, hab ich gemacht. Geiler Typ. Ich ach, den Hammer kann man aufladen. 1%. Ja. Nee, ach so, das refresht sich langsam. Ja, es wird langsam mehr. Das finde ich eigentlich ganz schön. Aber nur auf 20, glaube ich. Ja, leider. Ja, geil ist es nicht. So. Hallo Chat, ich höre euch, ich sehe euch. Wenn ihr Ideen habt, Tipps, gebt sie ruhig. Können wir gebrauchen. Okay, das ist eine Sackgasse, laut Karte. Laut Karte? Glaube ich, ja. Wo sind wir? Ah, okay. Aber hier kann man hoch, guck mal. Wir müssen hier lang, ne? Ich glaube, müssen wir nicht zu 50? Sind wir nicht bei 50? 50 ist richtig, das sind wir. Und wie gesagt, irgendwo hier. Ey, hier ist eine Leiter. Ich geh mal, kletter mal hoch. Bin ich doch schon. Ach, bist du schon? Ist da irgendwas Cooles? Ich glaube, wir müssen hier ist eine Kiste. Ich glaube, jetzt können wir auch die Taschenlampe anlassen. Ich glaube auch, hier ist eine Tür. Ich mach die mal auf. Und hier hinter sind Monster! Okay, Taschenlampe aus. Okay. Die fangen an zu leuchten. Ich bewege mich nicht. Hier ist ein Medkit. Okay. Das brauche ich immer direkt selbst. Direkt vor mir. Ja, ja, sind 3 oder 4 oder so. Sehr gut. Ah, die Glowsticks gehen, okay. Sehr gut. Okay, nur nicht abwerfen, die Viecher wahrscheinlich. Mit den Dingen. Also ich schlag vor, ihr geht rein, ich mache dann die Tür zu und ihr sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Vorschlaghammer aufladen und Headshot. Okay, ja, es hat. Okay, die haben drauf reagiert, das war nicht schießen gut. Schießen darf man jetzt? Ja, ja, schießt, glaube ich. Weiß nicht. Oh shit! Oh, der ist Plastik! Kacke. Ich hatte eh nicht mehr viel, aber mach dir erstmal alles. Was geht ab, voll der Leuchttyp? Oh shit. Ah, ich bin tot. Mach erstmal alle fertig, bevor ihr wiederbelebt. Falls ihr überhaupt dazu kommt. Ich bin auch tot. Scheiße. Ich hab einen Hammer. Oh, Denzel, alles. Gerade down. Ah. Das, was haben wir denn jetzt diesmal falsch gemacht? Hä? Ich weiß es auch nicht. Also ich habe gehört, man soll schleichen und da mit dem Vorschlaghammer draufballern. Aber die sind ja trotzdem aufgewacht dadurch. Ich weiß es nicht, weil ich habe ja irgendwann auch angefangen zu schießen. Aber hast du geschossen bevor? Vorher nicht, nach dem Hammer. Aber okay. Es kann ja sein, dass die anderen von dem Hammer nicht aufwachen. Lass uns mal probieren, jetzt nur Hammer zu starten und gucken, ob dann überhaupt jemand mal. Ja, ich das will definitiv, Hammer. Dass es auch, ich will auch meinen Teil leisten, vertraut mir. ich mach das nicht aus Bock. Ich dachte halt nur, das geht. Ich weiß nicht mal, ob's. Vielleicht habe ich den falschen Hammer. Ich nehme mal einen anderen Hammer. Sag doch mal bitte der Chat kurz, ob man bei den Hammer hört, wenn da so ein Gehirn explodiert. Oder ob das halt eben Unterschiede ist. Also macht. In der Beschreibung steht schon Silent Close Range Charge Up Attack. Also dann Silent steht das, da extra. Gibt's sonst noch irgendwas? Nee, das ist das Einzige, ne? Ja, shit. Okay, dann tut mir das. Leider war ich das vielleicht, ja. Ich wechsle jetzt hier auch mal auf. Ich glaube, wir müssen noch mehr mit den Tools vielleicht arbeiten. Ich bin mit dem Minenausleger nicht so ganz warm geworden. Ich nehme es trotzdem noch mal. Aber war nicht so perfekt. Also Foam hat auch nicht funktioniert so richtig, oder? Ich nehme mich auch eine Shotgun Sentry. Also Chat bestätigt auch noch mal, dass man den Hammer nicht hört. Der Hammer der Stille. Warum ballern sie nicht einfach durch? Ich finde diese Frage berechtigt. Ja, ne? Hab ich auch gerade gelesen. Das haben wir doch versucht, wenn sie mir gestorben. Waiting on host. Who's the host? Oh! Kann das sein, weil ich das gerade lese, Random YouTuber 123, ihr habt den Lichttypen gehämmert. Ist das vielleicht der Fehler gewesen? Vielleicht platzen die dann. Kann man einer ready machen? Wer auch immer. Wir werden es gleich rauskriegen. Tut mir leid. Bitte? Eben war noch warten. Ah. Jetzt habe ich den. Du bist okay, wir machen das gleich. Okay, also wenn sie leuchten, können sie uns trotzdem sehen. Wenn die leuchten, sollten wir vielleicht dann erstmal kurz warten. Vielleicht leuchten die dann irgendwann nicht mehr. Okay. Also leuchten ist defensiv spielen. Oder? Oh!
Danke für den Tipp, Schnakeldebakel, ihr müsst mehr schleichen. Wenn die Herzen der Monster schlagen, müsst ihr alle stillstehen. Ah, okay. Das ist ja cool. Die Herzen der Monster schlagen nur für mich. So. Warum sollte man mit einem Aufzug da runterfahren? Weiß auch nicht. Und dann den Ausgang suchen. So stelle ich mir die Lagerhallen bei Ikea vor. So. Hier steht jetzt noch des Öfteren. So die ganz, ja. Wo die Klassiker sind. Ja. Wo sich die Pärchen alle zerstritten da haben und zu Monstern wurden. Benno und Expedit-Regale. Ja. Die haben irgendwann ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Pass mal kurz auf, hier steht des Öfteren, wir sollen die gleichzeitig killen. Dass wir alle in Position gehen und dann sagen wir 1, 2, 3 und dann machen wir 4 Leute gleichzeitig platt. Okay. Die 4 Hammer-Methode. Ein klassischer Bud Spencer. Hier ist eine Kiste. Wo sind die Glowsticks? Ist das random generated oder ist es immer gleich? Nee, ist immer gleich, ne? Weiß nicht. Ja. So, ich habe jetzt 2 Tool Refill Packs. Wenn jemand. Dann kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Ja. Okay. Wenn jemand keine Tools mehr hat, kommt zu mir. Diesmal stehen hier keine Gegner, kann das sein? Ja, die Gegner sind auf jeden Fall random, aber die Map ist, glaube ich, immer gleich, ne? Genau, ja. Das ist natürlich dann, wenn man sich irgendwann auskennt, sehr hilfreich. Aber ist ja bei Left 4 Dead auch nicht anders. Gibt es denn nur eine Map aktuell? Oder hat man auch mehr? Chiara? Ja, was denn? Willst du nur wieder schon die Leiter wieder? Du willst nur oh nee, die habe ich gesucht, verdammt. Nee, es gibt noch mehrere Bereiche, das ist jetzt der erste. Ich traue mich hier jetzt nicht rein. Chiara, geh mir da lang. Okay, dann gehen wir jetzt auch noch. Ich frage aber jetzt immer dich. Moment. Jetzt erstmal schleichen, nicht, dass hier irgendwo wieder irgendwo. Jetzt merke ich. Eddie, kommst du gleich runter? Wir sind hier nämlich schon beim Scanners. Ja, ich sammle aber noch die Sachen hier ein. Also hier sehe ich gerade keine. Und meine Steuerung muss ich irgendwas. Das hat sich hier verstellt. Left, right, back, forward. Okay. Ich weiß nicht warum, wie das passieren konnte, aber jetzt geht's wieder. Wie platziere ich das? So, wo seid ihr? Da, ich sehe euch. Sollen wir. Warte, ich baue mal wieder. Ach so, so macht man das. Ich baue meine Sentry Gun wieder. Ups, ich habe aus Versehen geschossen. Ups, beruhigt euch. Oh, die ist aber ganz geil, wie die hier so alles scannt. Auch schon die Decke. Nice. Oh, gut, auch super. Das hätte ich gern von meiner Haustür. Kommen die denn von hier? Weil dann kann ich ja hier meine Minen legen. Genau, die kommen von hier. Okay, dann lege ich hier. Aber leg die nicht so weit vorne. Das mit dem Foam, glaube ich. Vorne meinst du. Also, das war dumm, die hier. Das müsste dichter bei uns dran sein. Dichter bei uns, okay. Weil dann können wir die auch von da kommen. Ich mach das hier ins Flaschenhals. So. Oh, cool, das hat auch verschiedene Farben im Licht hier. Das ist ja mega geil. Das sieht voll fluoreszierend aus hier. Das ist schon echt ganz geil. So. Verschwindet das irgendwann mal? Weil dann müssen wir nämlich schnell mal agieren. Okay. Wichtig ist, dass wir gleich, wenn es losgeht, auf die entsprechenden Slots uns stellen. Ich mach ready, ne? Aber wir müssen sowieso erstmal hier alle hinten. Ja, wir müssen eh alle jetzt erstmal in die Tür. Simon? Okay. Simon, komm. Ja, ich muss doch die Minen. Das steht langsam, ey. Wo denn noch die Kabel? Und der andere sägt schon. Ah, da sieht man auch den Balken, der fällt mir jetzt auf. Okay, und jetzt müssen wir an unsere Pünktchen. Auf die roten Pünktchen. Wir müssen auf die roten Punkte. Okay, roter Punkt. Ich habe einen. Ich bin auf einem roten Punkt. Ich auch. Na gut, dann gehe ich wohl auf den hier vorne, was? Wir haben es geschafft, alles cool. Schau mal, wie einfach das war. Ich habe einen Treffer abgekriegt, aua. Oh, oh. Gibt's Friendly Fire? Weiß ich nicht, vielleicht. Okay. Mann, nehmt eure Sentry Guns wieder mit. Mit E vielleicht? Ja, mit E hebt man die auf. Oh, das sind sie ja. Ich mach die Tür auf. Mal schneller. Tür wird aufgemacht. Ja. Tür öffnet sich. Okay. Achtung, leuchten. Kann man die schließen auch wieder? Wir müssen die Waffen aufhören. Alter, shit, ich bin hier irgendwo runtergefallen. Ist okay, da ist gleich eine Leiter neben dir. Das ist eine Treppe. Wollen wir die Tür wieder zumachen? Ah! Das wär, oh Gott, Ninja Run. Was? Was für ein Ding? Ninja Run? Ja, Alter, okay, Naruto gesehen, alles klar. Ach so. Platt gemacht. Kann man schnell einer zumachen? Oder geht das zu? Das geht nicht. Das geht nicht. Die Tür kann man nicht zumachen. Das ist eine Einwegtür. Oh. Okay, es ist. Ja, das war noch. Ich muss kurz mal gucken. Kann ich meine Minen wieder einsammeln? Ich nehme an, nein. Oder? Pick up, doch. Die Sentry Guns kannst du auf jeden Fall wieder einsammeln. Die waren ganz okay, die Minen. Wer hat Foams benutzt? Ich habe noch einen Tool Refill.
Ich habe Foams benutzt, aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen Foam drin in meinem. Ja, ich habe dich auch schon wieder aufgefüllt. Ah, okay. Ganz heimlich. Daher kommt der ganze Foam. Heimlich? Ja. Okay, ich mach das auf jetzt. Ich mach das auf. Refoaming. Wartet mal ab. Oh shit, hier sind Leute. Ah, hier waren wir letztes Mal auch. Wie lange dauert das? So, weil ich so lang brauche. Hab ich's? Sag mal, muss man ins Graue oder ins Rote? Ins Rote, ne? Ich habe irgendein Refill-Pack genommen, aber ich weiß nicht wofür. Für Tool. Ich foam die einfach an. Braucht jemand Munition? Ich habe hier auch irgendwas. Wie kann man sehen, was das ist? Könnt ihr mal checken, wie viel Munition ihr alle noch habt? Ich habe kein Foam mehr. Du hast nur noch 12, Simon. Ich gebe dir mal was. Ja, wo sieht man Fill Pack? Okay. Ja, 6 von 9. Shotgun, Sentry. Ich gebe dir jetzt auch nochmal. Ich gebe jetzt jedem Ammo-Packs. Ja, gerne. Ja, ich bin OOF, out of Foam. Achso, nee, da kann ich dir nicht helfen. Das muss Ede machen. Der hat okay. Toolkit. Was habe ich? Du hast doch jetzt so ein Toolkit aufgesammelt, oder nicht? Das ist schon wieder Tool weg. Tool-Ammo. Also, ja gut, dann. Also hier vorne ist auch schon die nächste Gegnerstelle. Ne? Ich habe da schon etwas präpariert. Das leuchtet schon und ist etwas angefoamt. Hier hinter der Tür, seht ihr sie? Leicht grün. Haben wir Glowsticks? Wollen wir das mal probieren, uns anzu... Es sind ja jetzt nur zwei. Zwei Leute gehen hin und zeitgleich... Wollen wir erstmal das Ding mit dem Hammer? Ja, holt euren Hammer. Ein paar Glowsticks noch. Kommt jemand mit? Das tut mir leid, ich versuche die Tür hier auf. Okay, wir schleichen hin. Scheiße, jetzt sind die Glowsticks aus. Ich hab doch... Es sind nur zwei, oder? Ich hab den Schlüssel. Es sind nur zwei. Ich habe den gelben Schlüssel, glaube ich, gerade eingesammelt. Das ist gut. Da müssen wir aber zurück wieder. Okay. Nimm den hinteren, er wacht auf. Er wacht auf, schnell. Eins, zwei, drei. Hindern. Wenn sie leuchten, stehen bleiben. Nein, aber ich töte ihn einfach, wenn er leuchtet. Oh. Ah, okay. Na gut, bei zwei Leuten ist jetzt nicht schlimm. Ja. Ich habe den roten Schlüssel. Ich habe Key Red 978. Okay. Okay. Wo kommt da hin? Dieser Schlüssel? Der war eben aber nicht in diesem Spind hier. Ist interessant. Das scheint alles random zu sein. Also, Dennis, du gehst schon nach unten? Ja, ich. Also. Da höre ich Gegner. Ich höre so ein bisschen. Ja, irgendwas hier blubbert. Hast du das gerade, Eddie? Ja, da sind Gegner. Okay, da sind ganz viele Gegner. Oh, da ist ein Headless. Da ist es knieten. Können wir mal kurz. Dürfen wir normal laufen oder ist es kriechen? Okay. Lass mal lieber kriechen. Und kein Licht. Und machen wir lieber die Tür zu. Den Hammer immer gespannt. Also da vorne sind drei. Vielleicht oh, hier leuchtet die was. Hier um die Ecke. Nicht bewegen, nicht bewegen. Wollen wir erstmal ein paar Glowsticks werfen für die... Da kommt Tentakel hin. Oh nein. Ich mach schon extra nichts mehr. Hier, direkt rechts unten. Oh, da, was ist denn das? Ein Baum oder sowas? Heftig. Hast du die Tentakel jetzt mal? Ja, irgendwo zeigen diese Tentakel hin. Nee, der fährt wieder alle ein. Gut. Ach so. Ich glaube, der hat sich beruhigt. Okay, wir werfen alles voll mit Glowsticks oder was? Ja. Ja, da kann ja nichts schief gehen dann. Also hier sind auf jeden Fall ein paar versteckt überall. Also, what's the plan? Ich würde sagen, einfach alles ummetzeln, oder? Boah, schwierig. Wollen wir jetzt den Größten uns schnappen? Ich glaube auch, der Typ mit den Tentakeln, der ist halt irgendwie... Aber die Kleinen, die machen auch Damage. Der oben leuchtet. Alter. Der oben leuchtet. Der Typ hier in der Mitte vom Gang ist heftig. Ja, der ist heftig. Aber da kommen wir nicht ran, der läuft hier, der läuft frei rum. Ich mache erstmal den Kleinen hier vor mir platt, oder? Ich möchte warum wollen wir Sentries erstmal platzieren? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Lass sie doch hier hoch. Wir können die Tür doch hier aufmachen. Und lass noch ein paar Glows. Wir haben noch nicht genug Glowsmix geschmissen. Bist du sicher? Oben ist übrigens auch noch einer. Oben oh shit, die Sentries schießen automatisch. Na, ja, shit. Moment, aber rennen sie zur Sentry? Ja, lass erstmal die Sentry alles machen. Die Sentry macht das. Sentry ist besser als wir, glaube ich. Oi. Oh shit, ich stehe direkt vor der Sentry. Mach die Lampen aus, wenn ihr mich habt. Oh, der Typ da hinten. Oh. Moment, Alter. Denzel, da ist einer oben. Da ist einer oben bei uns. Lassen Sie den erstmal umhauen. Wie kommt der denn hier hin? Hab den. Ich helfe dir. Ja, fertig. Sehr gut. Ah, nein, oh die Tür! Mein Gott! Ah, ich bin tot! Ah. Die Tür. Hey, wo kommt die denn her? Die kommt von hinten, die Fahrgast. Oh, ich bin... Wer bist du? Die können eine Tür öffnen? Die haben die einge... Gab's hier nicht irgendwo eine Leiter? Wie können die denn eine Tür öffnen? Ja, du bist die last girl wir standing. Wir beide sind tot, Ede, oder? Okay, ich... Ja, aber wir warten. Wir sind drei, die tot sind. Chiara ist, glaube ich, die Einzige. Nur noch Chiara? Ja. Shit. Aber Chiara macht das super, weil die können jetzt nur... Hammer. Klettern. Oh, der hat keinen Kopf. Was, wieso? Weil du den abgeschossen hast. Nein, du machst das doch. Gut. Vorsicht. Okay, ich warte einfach mal, bis sie kommen. Ja, vielleicht beruhigen sie sich auch wieder. Sich, oder sie kommen da hoch und leuchten. Wieso Achtung, können, er leuchtet. Wieso können die denn... Schuss weiter, der hat noch... Du hast nur noch eine Hüfte. Aber ich muss ja gucken, wo ich hinschieße. Hüften.
Wieso kann ich ihn nicht treten? Zack, schießt. Sehr gut. Oh, was ist das? Magen. Oh ne, ich gebe dir die Leiter runter. Das ist dumm. Das ist richtig dumm. Jetzt sei doch mal tot. Was hält der denn außer unrealistisch? Schieß doch nicht immer in den Stumpen. Schieß mal auf die Klumpen unten. Ich glaube, Kira hat es geschafft. Okay. Ich glaube nicht. Gut. Okay, Hauptsache du revivest mich. Aber zuerst mich. Ja, das war ganz geil. Haben wir gut gemacht. Ja, finde ich auch. Hey, waren da nicht viel mehr oder habt ihr auch einige abgeknallt? Ja, natürlich. Also. Dutzende. Sehr gut, Kiara. Ich mach schon. Also. Das hast du sehr gut gemacht, aber auch ein bisschen profitiert davon, dass wir uns für dich geopfert haben. Ich finde auch. Das war eindeutig Teamarbeit. Ein bisschen was hättest du schon überlassen können, finde ich. Ist jetzt alles weg? Können wir jetzt nochmal confirmen, dass die Tür aufgeschlagen haben? Man sieht auch hier, die Tür ist deutlich aufgebeult. Alter, ja. Plötzlich standen die hier drin. Das ist schon nicht schlecht. Und die sind auch hochgesprungen. Also der eine, der da unten die ganze Zeit zu sehen war. Ich mag das sehr. Auch dieser eine, der da seine Fühler in alle Richtungen ausstreckt. Das sah einfach toll aus, finde ich. Ich wette, wenn die einen berühren, finden sie einen auch sofort. Ich mach mal die Tür auf. Da ist eine Tür. Das soll schon schief gehen. Oh shit, da ist ein Typ. Da sind zwei, Wo seid ihr denn? Ach da. Ah, die leuchten. Nicht bewegen. Okay. Ruhig bleiben. Ich guck noch mal weiter hier hinten, ne? Ist da noch irgendwas? Nein, ich hau mal. Oh nein, der schießt. Oh, jetzt kommen richtig viele wieder. Ihr könnt ja auch hoch. Ihr könnt auch auf den ersten Stock, da seid ihr ein bisschen sicherer vielleicht. Da schon wieder irgendwo von links. Ich fühle mich neben der Sentry schon ganz sicher. Ich gehe mal wieder mit der Leiter hoch. Das ist natürlich jetzt schlechtes Timing. Ja, die spucken halt auch so scheiße, ne? Ja. Aber nur, wenn du Licht an hast. Hab ich aber nicht. Ja, dann haben sie dich vielleicht gehört. Ah, shit. Wieso sind die alle bei mir, Mann? Ah, oben, so bei uns. Oben. Shit, tot! Ah, wir haben halt auch so wenig Energie immer. Ah, nein, okay, tot. Huh, aber das war gut. Wir kamen weiter. War's das? Okay, also, jetzt wissen wir, wie es geht. Ich habe langsam den Dreh raus. Also, die schicken da Gefangene runter, damit die kämpfen. Und wenn sie überleben, verdienen sie sich damit die Freiheit. Hunger Games oder was? Bin mir nur nicht sicher, was da genau eigentlich passiert. Soll ich den Bio-Tracker, mal angenommen, ich würde den Bio-Tracker benutzen, dann könnte ich ja rein die alle markieren, während sie schlafen, und ihr könnt dann drumherum laufen. Wir können es versuchen. Habt ihr denn immer noch das Gefühl? Ist nur ein Vorschlag. Ich weiß es auch nicht. Ich nehme ihn mal, aber dann davon halt nicht schießen vorher. Habt ihr immer noch das Gefühl, dass der Schaum nicht wirklich was bringt? Ja. Ich finde, wir sollten alle Sentries nehmen. Also ich habe einmal gesehen, wie einer in den Schaum reingetreten ist. Dann war der angeschaumt, konnte sich nicht bewegen, aber dann ist er nach einiger Zeit wieder weitergelaufen. Ich nehme jetzt mal den Minenleger mit hier. Ich nehme jetzt mal den Biotracker. Minenleger ist nur, musst du darauf achten, dass du ein grünes Fadenkreuz kriegst, wenn du auf den Boden zeigst, und dann, glaube ich, E drücken oder so. Also du platzierst die ganz komisch, habe ich gemerkt. Okay. Wir haben jetzt aber soll ich zwei. Jetzt dann nimm du was anderes, weil wenn jetzt Ede schon Biotracker hat. Ach, Ede hat Biotracker, ja, dann nehme ich den Burst Sentry. Hat den schon jemand? Nee. Nehme ich die. Die war doch eben ganz gut. Ja, die Sentries waren eigentlich am besten. Die waren ja besser als wir im Grunde. Aber vielleicht sollten wir sie nicht platzieren, wenn die Gegner uns noch nicht gesehen haben. Weil dadurch wird der Alarm ausgelöst. Aber vielleicht ist danach auch zu spät. Es schreibt aber auch gerade jemand, die Sentries aufstellen, wenn ihr auch wirklich ballern wollt. Ich warte dann einfach immer auf euch. Ja. Aber ich. Also, ich habe im Chat nur Positives über uns gelesen. Ich finde auch, die Leute sind eigentlich zufrieden. Also die haben am Anfang gedacht, wir kriegen auf die Fresse, und haben wir ja auch. Aber jetzt werden wir ja auch besser. Man muss das natürlich auch verstehen, der Zuschauer an sich ist natürlich auch sehr, sehr gut in allen Spielen. Aber das ist natürlich auch nicht leicht für die ganzen Superspieler zu sehen, wie schlecht wir sind. Aber die müssen ja auch nicht mit uns spielen. Das ist der Unterschied, ihr müsst nicht mit uns spielen. Ja, ja, so geht mir das, wenn ich Fußball gucke auch. Da denke ich auch, ich könnte das viel besser als die auf dem Fußballfeld. Ne? Okay. Aber es ist schon eine gute Atmosphäre, ne? Würde ich sagen. Ey, das wäre auch ein gutes Setting für einen Film. Der Anfang. Ja, so mit Aliens und so. Das ist irgendwie verdammt cool. Mhm. Vier Teenager im Keller. Naja, Keller. Sieht das bei dir nicht so aus?
Okay, Leute. Ich habe jetzt übrigens eine richtig krasse Taktik. Ich habe zwei Knarren dabei. Ich bin Revolver Ocelot. Jetzt du weißt, alle, was mit dem passiert, ne? Revolver Ocelot? Hör, ich denke, der hasst Metal Gear Solid. Ja, und trotzdem weiß ich, dass es den kennt gibt. Sich aus. Ich habe Metal Gear Solid gespielt, da habt ihr alle noch, wusst ihr gar nicht, dass Konami, jetzt labert mich nicht voll. I like. Oh, hier ist ein Spind. Ich mach erstmal den Spind auf. Oh, shit. Och, diese Hackgeschichte immer. Ich glaube, bei mir ist irgendwas. Hier tropft irgendwas oder sipscht. Ich habe eine Long-Range-Flashlight, was auch immer das ist. Ach, das ist Zone 50, da wollen wir eh nicht, eh noch nicht hin. Was habe ich denn? Ammo-Pack habe ich aufgenommen, okay. Boah, falls die macht richtig braucht. Viel Licht. So eine neue Taschenlampe oder was? Ja, die ist gut. Eine neue Taschenlampe. Leuchte mich mal an, sehe ich das? Boah, ja, das ist krass. Cool, dass man das auch sieht als anderer Typ. Ah, ich habe jetzt hier dieses Alien-Tool. Ich habe hier auch was. Wollt ihr das? Wer kann das benutzen? No moving target around found. Ach, das, guckt jetzt mal an, was ich hier habe. Long Range Flashlight. Kann ich sie alle auf uns aufmerksam machen? Ach, die hast du auch? Habe ich gerade gefunden. Ach, hast du die auch aus der, ja, aus der Truhe? Ich habe die auch bekommen an einem Spind. Ja, oh, dann shit. Liegt die wahrscheinlich für uns alle rum immer. Oh shit, Carol. Was heißt oh shit? Bei mir ist ein Gegner, aber ich bewege mich gerade nicht mehr. Sehr gut. Komm lieber zu uns. Komm lieber zu uns. Lass den in Ruhe. Ich wollte zum Terminal nur. So, was bist du denn am Terminal? Ich will gucken, wo wir eigentlich hin müssen, weil wir bisher. Aber Schlüssel. Wissen wir, wo wir hinlaufen? Ja, weil so viel Abzweigung gab es ja jetzt gar nicht. Na gut, dann kommt. Also ich glaube, dass wir primär einen Schlüssel für die nächste Tür haben. Okay, hier hinter der Tür ist ein Gegner auf jeden Fall. Das zeigt mir mein Biotracker. Wo bin ich denn eigentlich? Ja, okay. Das ist ja mal ein Licht, ey. Das ist eine richtig geile Maglight. Ja, ich habe Medipacks bekommen. Ja, laut das Map gibt es nur den einen Weg, den wir bis jetzt immer genommen haben. Wir machen das schon ganz richtig. Ja, Chiara, sind da noch Medipacks da drin jetzt oder sind die alle durch? Die sind jetzt alle weg. Ach shit, okay. Da ist aber ich habe halt zwei in der Hand. Ich kann einen abgeben, sobald wir verletzt sind. Behalt du den mal erstmal. Okay, wollen wir wieder die Tür aufmachen? Ja, aber der Biotracker ist natürlich insofern auch. Ah, hier. Hinter der Tür sind auch zwei Gegner. Kannst du durch die Tür gucken, oder? Nee, was? Das zeigt er mir hier an. Oh, eine ach, du Geil, sehr interessante Info aus dem Chat, Leute. Mhm. Der Schaum, der gehört auf Türen, damit die versiegelt werden. Ach so, Moment. Damit die sich nicht so aufbrezeln wie die Tür eben. Dann machen wir die kann man zumachen. Also, ich lese nur, ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, aber das hat denn jetzt noch einer einen Foam Launcher? Nö. Jetzt hat nämlich keiner mehr einen. So verdammter Concealer. Ein bisschen spät die Info. Shit. Okay, aber ihr seid alle da, oder? Nee, Moment, ich muss die Tür aufmachen. Okay, ich wollte nur Panik machen. Ja, komm rein. Das ist dir gelungen. Komm rein jetzt. Mach die Tür wieder zu. Okay. Okay, darf ich drücken? Moment, ich muss Sentry. Meine Sentry-Shotgun ja, genau. noch platzieren. Okay. Wo baust du deine? Vorne okay, oder hinten? Ja. Okay. Okay, mach ich vorne. So. Mach ich hier. Sind wir bereit? Ja, wir sind bereit. Nein. Okay. Wir sind bereit. Okay. Zwei Sentries, alright. Wenn schon, denn schon. Alright, Achtung gedrückt, Alarm aktiviert. Liegt die Mine auch schon? Hat nicht irgendwer eine Mine gehabt? Ich glaube, du hast noch keine gelegt, oder? Hab ich eine Mine, warte mal. Geht nein, du musst mit den. Nein, du musst mit zu uns. Ich bin schon da. Oh shit. Genau, es ist ja oben den Balken. Die Tür ist zu, da kann auch nichts mehr schief gehen. Ich glaube, Mine wäre Overkill. Das ist die erste Welle. Nee, mach okay, die Mine jetzt. Das sind wie die ersten Boomers bei Mario hier. Aber wo sind die hier? Okay, geht auf eure Punkte. Okay, ich bin hier auf einem Punkt. Müssen wir alle abdecken oder nur ein paar? Alle. Irgendwer ist nicht auf dem Punkt. Irgendwer ist nicht auf dem Punkt. Ja, genau. Alle sind vegan, ist ein Punkt. Bitte punkten Sie jetzt. Oh shit. Ist irgendwer hier? Oh, der ist groß. Hey, der hat aber ein sehr gebärfreudiges Becken. Die laufen manchmal mega. Dennis, du bist ganz schön krass angegriffen. Ja, aber. Mach mal die Tür komplett auf jetzt. Ja, sehr gut. Achtung, Chiara, der nimmt eure Sentry Guns gleich wieder mit, wenn er vorbei ist. Ja. Moment, da ist noch einer. Ich glaube, Team Kill ist nicht an. Doch, es gibt. Ach shit, ich hab die Lampe an. Es gibt sowas. Wie also, Team Kill? Ja, es gibt die Möglichkeit, man kann sich verletzen. Es gibt die Möglichkeit. Oh, da ist ein Typ hier vor uns. Roter Punkt. Da sind noch welche, von wo die kommen. Wollen wir die Tür zu machen? Das geht ja nicht. Ja, da kommt noch einer. Achtung. Was ist denn mit dem los? Ist der verrückt? Ja, Chiara, Achtung. Ja, ich wollte ihn abballern. Wie hast du den denn jetzt? Mit deiner Waffe hast du den markiert? Nee, mit dem Tool sehe ich den. Ach,
Du hast Achso, man kann auch Gegner pingen, tatsächlich. Du machst die Dreiecke, oder was? Ich hab Na, Moment, du kannst das nur mit dem, Ich hab den gepinkt, glaube ich, mit dem Tool. Aber genau. Es gibt auch eine Taste zum Pingen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch benutzen könnt. Und zwar ist das bei hier liegt noch eine Kiste mit Ammo. Ich kann es leider nicht mehr aufheben, weil ich voll bin. Warte mal, mittlere wie Maustaste pingt. Da, Leute. Oh. Oh, cool. I grab. Oh, und jetzt? Geil. Jetzt habe ich, was ist denn das? Jetzt liegt aber was anderes da. Nee, doch nicht. Wer das braucht noch Ammo? Hast du auch so ein Lunchpaket? Ja, das ist ein Ammo. Ich habe Ammo-Pack. Ich brauche für meine Pumpe noch. Kannst du warte. Mit E irgendwie was machen? Oh, ich habe auch ein Medipack jetzt. Guck mal, jetzt habe ich dich aufgefüllt. Jetzt fülle ich Chiara auf. Mit was? Und jetzt fülle ich Simon. Jetzt habe ich nichts mehr. Doch, jetzt. Simon? Ist irgendwer schwach healthmäßig? Okay, cool, cool. Nee, ich bin 80. bei 100%. Ja, gut, kann ich Medipack auch halt nur benutzen? Oder, also kann ich mir 20% geben oder wäre das Verschwendung? Na gut, das weiß keiner. Falsche Tür zugemacht. Gucken wir mal. Ich wollte die hier eigentlich zumachen. Kann man nicht zu? Nee. So, in welche Richtung sind wir jetzt? Wo hattest du die Keycard gefunden eigentlich? Hier in dem Spind da hinten. Der Chat sagt, eigentlich müsste Ede die Calls geben, weil du ja mit dem Tool die Monster siehst. Also, sobald welche da sind. Ich mag das die kann Idee. Man sich ja merken. Man sieht gar nichts. Also hier sind auf jeden Fall, habe ich einen kleinen Ausschlag gehabt. Aber ich selber drauf gemacht, kein Problem. Hier ist noch eine Long Range Okay, Flashlight, überragender Humor zählt hier offensichtlich nichts. Oh, hier ist eine Security Scan. Das heißt, es kommt eine Welle. Shit, Moment, dann mache ich mal hier gerade die Sentry erstmal auf. Frage ist, von welcher Richtung die schon? Wir sollten uns vielleicht wieder eine Ecke suchen, die wir verteidigen. Hier ist ein Gegner. Hier ist ein Computer. Oh shit, wir haben nicht gecheckt, ob die jetzt scannen und schießen. Aber sieht gut aus. Okay, hier sind zwei. Da, ich sehe sie. Okay, drei. Hier könnte eine Sentry Gun hin. Oh ja. Oh, der leuchtet, der Fucker. Moment, ich nehme die mal. Wohin? Zu Ede oder was? Ja, wo hier wo du? Ich bin. Hier sind auf jeden Fall drei vor mir. Aber wenn ich die jetzt auspacke? Ne, die kommen dann ja erst an wahrscheinlich, wenn wir den Breach machen. Okay. Ich habe hier eine Pumpgun. Ich sollte dann schon eher näher dran sein. Vielleicht hier. Okay, dann baue ich das Ding mal hier hin. Oh da ja, das ist gut. In die Richtung, wo die Lampe zeigt? Oder wohin? Sich auch, wer hat hier einen Ventilator hingehängt? Dann hat sich gesagt, ey Leute, mir ist es zu heiß hier unten, ganz ehrlich. Jemand, der atmen will. Ist mir zu heiß, ich hänge in. Ich mach mich mal, wir hätten gern einen Ventilator hier. Damit ich hier generell angenehmer bin. Ich muss leider noch mal. Ah, hier ist der Gang. Okay, ich verstehe. Dann schieße ich, dann baller ich das Ding doch einfach hier ran. Ich mag diese taktischen Elemente sehr. Das erinnert mich an Natural Selection auch immer so ein bisschen. Okay, cool. Oh, ja, das ist geil, geil, geil. Nice. Das erinnert tatsächlich so ein bisschen. Hat ein bisschen, was, ne? Ein bisschen. So, machen wir die Tür auf. Wartet kurz, ich komme zu euch. Okay, hier ist ein roter Punkt, Alter. Okay, das heißt, die bewegen sich. Da muss einer hin jetzt, oder? Es ist Bewegung, Die kommen. Oh, okay. Die kommen. Oh, okay. Jetzt ist grün. Jetzt kommen gleich die anderen Punkte. Von oben. Door unlocked. Ja, super. Ach, wir mussten nicht weiter machen. Soll ich mein Ding holen? Hol dein Ding. Ich renn schnell hin. Ich nehme mein Ding. Dann noch ist die Tür nicht offen. Aber dann macht's doch. Ich mach sie auf. Tür wird geauft. Es macht nicht. Okay, jetzt. Ich hab mich verlaufen. Oh, guck mal hier. Wo seid ihr? Hier. Geh die wieder zu. Das war ja mega easy. Das war zu einfach. Oder sind wir richtig krass mittlerweile? Hammer. Guck mal, spinnt und so. Wir sind richtig krass. Heftig. Erklärung. Hier ist noch mehr Munition drin im Spind. Das ist ja witzig. So geht Hacken. Man kann jetzt habe ich auch ein Long-Range-Flashlight. Ja, du hast meins, glaube ich. Wow. Okay. Das ist nice, ne? Das ist ziemlich stark. Hier sind nochmal Glowsticks für die ganze Familie. Auch welche. Hier ist voll hell, das ist nicht Okay, entweder Glowsticks. Kann man die Lichter ausschießen? Das wäre vielleicht. Ist das, nee. Vielleicht nehme ich den Hammer, dann ist es leise. Ah, okay, ne? Du kannst entweder die Long Range oder die Glow Sticks, okay. Interessant. Aber warum sollte man Long Range? Naja. Boah, also ich will auf jeden Fall das nochmal spielen irgendwann. Das ist ein geiles Ding. Schönes Spiel. Ich finde, wir kommen ja auch langsam. Hier ist noch rein. Ein Medpack. Hier ist ein Refill Tool Pack. Braucht das jemand? Keiner Medpacks? Ich nehme das an. Ich habe auch selbst. Okay. Ach, das Minengewehr. Ich habe eine Foam Grenade. Ich nehme die mal. Okay, lasst mich mal bitte scannen.
Okay. Braucht noch jemand Glowsticks? Weil hier liegen welche bei mir. Wahrscheinlich nicht. Ja. Doch, ich habe gar keine. Hier, da. Bam, 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 bam. Wo geht's denn überhaupt weiter? Da hoch oder was? Ich guck mal auf die Map. Oh, jetzt, das ist mir alles zu dunkel. Oh, hier ist ganz schön dunkel, ja. Kann man einer mit der Riesenlampe oder dem Scanner durch? Ich sag dir. Oh, ein alter Kind. Okay, da ist eine Wand, da geht's nicht weiter. Links. Ich hab. Am besten, glaube ich, schleichen. Nee, hä? Da ist ja auch eine Sackgasse. Geht's hier überhaupt? In die richtige Richtung? Also auf der Etage ist eine Tür mit einer blauen Keycard, laut mir. Wir haben aber noch gar keine, glaube ich, ne? Also insofern müssen wir erstmal, glaube ich, wieder zurück und woanders forschen. Wir sind ja auch direkt runtergegangen. Ich glaube, da, wo du bist, Eddie, wenn du jetzt nach rechts gehst, da waren wir noch nicht. Schau mal hier, du bist hier. Wenn du hier hingehst. Wenn auf der Karte sind zwei noch relativ dunkle Areale. WASD musst du hoch. Genau. Geht nicht? Ah, hier, okay. Meinst du? Genau, genau da meine ich. Da ist alles, wo Eddie steht. Bin ich das? Ja, danke. Du sollst mal dahin. Das bist du hier. Danke, Chat. Ich werde das gleich mal ausprobieren. Ich raff gerade nicht, welche Farbe bin ich? Du bist grün. Da, wo Kriegel ist. Also genau, wo ich hingucke quasi. Genau. Ja, warum sehe ich denn da nichts? Hier, Folge der lila Straße. Okay, jetzt sind alle anderen da, abgesehen von mir. Simon, soll ich Simon folgen? Ich bin bei Ede gerade und Denzel. Ja, da oben kommen wir doch her, oder nicht? Nee, es geht hier gar nicht lang. Die Karte lügt. Ein und oh, nein, das geht hier! Was? Wer hat denn hier so geatmet? Was war das? Das war ich. Hast du gerade Schaden bekommen? Ich bin da runtergefallen. Das war Schaden aus genommen, jetzt habe ich Angst. Oh, shit. Ihr seid ja auch runtergefallen. Ja. Ich habe mich so drauf verlassen, dass hier irgendwie... Hey, wir müssen wieder zurück, Leute. So, wie kann ich denn... Okay, zack. Au. Lasst mal da den Raum erkunden, wo die Gegner waren. Das 20% Medipack sind auch 20 Energie, falls es einen interessiert. Ich sag, wir brauchen die blaue Keycard. Naja gut, aber die Frage ist ja, wo. Sucht sie. Ich sage, die ist hier irgendwo, wo die Gegner waren. Hier geht's nämlich auch noch derbe runter, Leute. Oh, oh. Enemy. Hier, wo ich bin. Ich hab hier ein Terminal bei mir. Also, ist das nur einer? Hier, nee, drei. Drei? Baut mal die Sentries auf. Ich hab leider meines leer. Der Simon. Hinter der Tür, oder was? Ich kann auch eine von einem Mine dahin legen. Ja, das müsste hinter der Tür sein, ja. Mine ist gemeint. Soll ich mal aufmachen? Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ich krieg mal rein. Ganz kurz. Ich sehe nichts, ich krieg mal rein. Guck mal, das ist wirklich der klassische Horrorfilm-Fehler, ne? Aber da ist nichts. Wir müssen in Zone 52 übrigens. Warte. Achtung, eine Katze. Okay. Sie sind doch hier links. Hier links. Oben. Dann sind die über uns. Die sind über uns, ja. Ja, glaube ich auch. Wie die Aliens. Einer von euch hat hier doch den Radar. Aber warum gehen wir denn direkt auf sie zu? Das ist the only way. Um sie zu erledigen. Okay, sie sind, die klicken hier rum. Hier sind die. Die hängen hier auf dem Boden rum. Ja. Mach mal den Hammer alle, oder? Geht das? Sind sie gut? Wollen wir die hammern? Das sind nur drei. Ja. Perfekt. Ja, komm, oder? Okay, dann. Aber den Hammer aufladen und dann erst zuschlagen. Ja. Aber wollen wir das. Stellt euch auf. Seid ihr alle da? Ich sehe sie nicht. Ach, hier ist. Ich kann ihn nicht pingen. Oh, leuchten, leuchten. Denn nicht bewegen, nicht bewegen. Okay. Okay. Cool. Simon, nimmst du den hinteren? Ich nehme den Bruder hier vorne. Mach ich, da ist aber noch einer. Ja, Ede ist aber einer. Den nimmt Chiara dann. Oder ich nehme den ganz hinten. Nicht bewegen, nicht bewegen. Ah! Was denn? Nee, alles gut, was ist passiert? Das war ein Warnschuss, das war ein Warnschuss. Simon, die haben nicht, glaube ich. Ich hab nichts. Die gehen alle auf dich. Die gehen alle auf dich. Ich hau ab. Los, lass sie uns. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Wir töten sie. Sehr gut. Hammer auf den Kopf. Da kommen noch mehr. Baut die Sentry. Nee, ich glaube, wir haben's schon. Das ist nur der letzte hier. Ja. Nee, da kommen ja noch mehr. Einer leuchtet, Mann. Achtung. Einer, Leute, einer. Roter Punkt vor uns. Ach stimmt, Ede sieht es ja. Okay, wenn du sagst, da kommen mehr, dann glaube ich das. Okay, das war der letzte. Leben alle? Wir haben es sehr gut. Wie sieht's aus mit Energie? Ah, wir sind alle gut. Ja. Ich hab auch noch. Ja? Ich mache hier noch ein bisschen Medipack-Action. Wieso habt ihr alle so rote Lunch-Pakete? Das sind Medipacks. Medipacks, ja. Wieso lutscht ihr an denen? Nimm doch mal in die Hand, das sieht seltsam aus.
Ja, ja, was machst du denn mit Medipack? Ja, guck mal, Chiari. Oh, lecker, lecker, lecker. Was ist das hier? Ich bin mir sicher, irgendwie heilen. Wie heilst du dich denn? Frage. Guck mal hier, diese Klappe kann man doch auch runter machen, oder nicht? Halt die. Okay, wir brauchen nach wie vor Keycards, richtig? Mhm. Richtig. Ja. Aber so weit waren wir noch nie, Leute. Nee. Das ist komplett unentdecktes Gebiet. Ich glaube, niemand war so weit. Schnelles Manhattan. Niemand war je hier. Das ist Natur, diese Kästen und Kissen. Scheint da gerade Licht auf mich? Glowsticks, wow. Naja. Geil, Glowsticks. Aber ist hier eine Sackgasse wieder, oder was? Gib mir Glowsticks. Nee, lieber nicht. Wo sind wir denn? Doch, das ist eine Sackgasse. Ja. Wir müssen auch in Area 52. Wo auch immer das ist. Okay. Oh, wir sind hier aber richtig sackig. Use information in the environment to find zone 52. Da ist wahrscheinlich wieder das Terminal gemeint mit eventuell. Oder steht fett an der Wand, Terminal 52. Dann können wir ping zone 52 vielleicht eingeben? Ja, wir waren ja noch gar nicht überall, also insofern. Aber warum konnte man hier hoch? Gab es hier irgendein geiles Item oder so? Nee, ne? Also so richtig viel hat uns der Weg jetzt hier nicht gebracht. Noch nicht, nein. Noch nicht. Okay, wieder runter, ja? Hä? Wo ist denn der Ede? Hä? Ach, ihr seid da runter. Nee, da ist aber Sackgasse, wir kommen gerade. Okay. Ach ja, stimmt, das ist ja das Ding. Nimm deine Mine am besten wieder mit. Wer auch immer. Geht das? Ede. Ja, ja, du kannst hier nur ein E drücken. Pick up. So, hier unten waren wir noch nicht. Oh, die Mucke, ey. Hier ist ein Tanklaster. Wie ist der hier? Ah, nee, das ist so ein Auffüllfahrzeug. Hat auf jeden Fall schon derbe Alien-Vibes hier. Aber laut Map ist ja auch nichts weiter hier. Nee. Müssen wir hier hin? Ich glaube, ich weiß, wo es lang geht, Leute. Folgt mir. Na gut. Okay, ihr habt den Scanner. Ich glaube, wir können rennen jetzt. Ich brauche Licht. Okay. Okay, das ist falsch. Aber hier ist ein Terminal. Vielleicht kann ich jetzt Ping Zone 52 eingeben. Ja. Du kannst auch mal Ping Lichtschalter oder ach so. Ach so, nee, wir sind ja hier runter, Leute. Ich kann doch nicht sein, dass wir ganz ehrlich eingebaut haben. Bitte vertraut mir, wir müssen hier hoch. Wir sind doch durch die Tür, dann sind wir einfach runter. Wir müssen wieder hier lang, wo wir das letzte Mal auch lang gegangen sind. Versteht ihr das denn nicht? Er kennt keine Zone 52. Ja, Chiara. Das ist, damit man da nicht hingeht. Achtung, Gegner, Gegner, Licht aus, Licht aus. Und zwar nicht wenige. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 7 mindestens. Okay, der Raum ist voll. Denzel, hier ist eine Foam Grenade, falls du die willst, hier bei mir. Nee, ich hab meins heute. Okay. Bitte sneaken. Achtung, hier ist alles voll. Und zwar da hier noch nicht, sondern Achtung, ich schmeiß mal einen grünen Glowstick. Bitte nicht draufbeißen. Okay, hier unten bei der Tür. Das heißt, hier müssen wir Sentries bauen. Das ist die Stelle, wo wir vorhin gestorben sind. Wisst ihr, wo die Tür aufgebrochen haben? Ja. Mhm. Oh, die Tür kann ich verschließen, sobald wir. Also welche Tür denn? Die da vorne? Ich mache diesmal eine Mine hinter die Tür, sodass wir nicht kommen wollen. Aber warum bleiben wir nicht einfach hier und diese Choke, die hoch müssen? Stimmt. Ach nee, dann fallen die von oben runter, weißt du? Wahrscheinlich, ja. Das wie, dann fallen die von oben runter? Ja, die springen dann so von oben runter und dann hast du die auf dem Kopf. Nein. Nee, wir gehen hier hoch, die Choke, meine ich. Ach so, weißt du? Aber wir gehen hier hoch, ballern alles hier runter, ja. Und ballern von unten, von hier oben da rein. Okay. Weißt du? Ja, das ist smart. Denn, oh shit, die sind ja schon da. Ich mach die bewegen. Zu. Du hast ja eine Taschenlampe auch an. Ich wollte sie gerade ausmachen, hab sie leider angemacht, du hast recht. Aber hier müssen wir durch. Also sollte ich die Foam Grenade. Weil ich mach noch meine Sentry. Hier hin. Meinst du, willst du die ein bisschen tiefer machen, die Sentry? Ich habe das Gefühl, dass du nur Fliege-Aliens erwischt. Ich glaube, wenn ich sie so nah reinmache, dann laufen die dran vorbei. Wenn du sie genau hier machst, wo ich gerade stehe, weißt du? Sie ist schon ziemlich. Weil von meiner siehst du das hier, die laufen da unter durch. Ja.
Ach so, von hinten meinst schon. Du dann? Genau, die laufen da voll durch, wenn du ich die kann da hier quasi ist. Drunter durchtanzen. Genau. Im Moment. Der Simon, der macht da gerade. Wie heißt das? Jemand sagt, ich soll Foam Grenade an die Tür pappen. Ja, genau, ich jetzt an die mal. Tür. Ja, aber dann kommen die ja nicht durch. Das ist ja, das war auch meine. Aber ich weiß nicht. Ja, guck mal, aber das sieht so aus, als würde das funktionieren. Ja, aber wir wollen ja, dass die durchkommen. Das stimmt eigentlich. Wir machen, was der Chat macht, sagt. Vielleicht sterben sie dabei. Sie können jetzt nicht mehr in unsere Falle treten. Okay, die Tür ist zu, Leute, wir können wieder gehen. Soll ich aufmachen? Wollt wissen, ob ich durch die... Nein, meine Sandra steht noch nicht. Wollt wissen, ob die durch die Tür schießen kann. Okay. Warte mal, ich mach mal hier die Tür zu. Hier könntest du mal eine Foam-Grenade reinballern. An diese Tür, dass von hinten hier auf jeden Fall nichts kommt. Jetzt ist das Ding perfekt hier, deine Sandra. Da kommt niemand durch. Weißt du, Simon? Ich würde gerne, ich habe leider keine mehr. Also, okay. Ich hab nur eine. Hier lag noch irgendwo eine rum. Ich wollte einfach mal machen, was der Chat sagt. Guck mal, ob die nicht noch von oben irgendwie durch die Lüftung sind. Sind noch Glowsticks? Ja, da ist auf jeden Fall ordentlich Alarm hinter der Tür, Leute. Das wird schon funktionieren. Ja, was soll schon passieren? Ach, schön hell jetzt. Ich habe echt wirklich auch keinen Bock zu sterben jetzt. Ich sag's ganz ehrlich. Ich glaub auch, wir sind kurz vorm Ende hier. Okay, Leute. Alle ready? Ja. Ready. Wer macht die Tür auf? Dennis. Okay. Komm. Geht die überhaupt jetzt auf? Irgendwie nicht. Halt, ich weiß es nicht. Nee, die Tür geht nicht mehr auf. Ja, geil. Und jetzt ist das Spiel Warte, vorbei. Ich hau das ab. Das geht ab hier. Kann man das dann wieder benutzen? Nee. Ah, okay. Ah, okay. Es, ja, ich wusste ja nicht. Gut. Ich glaube, warte, ein Pups ist da noch. Sehr gut. Jetzt. Achtung, seid ihr bereit? Ja. Ah! Oh, die sind nicht beeindruckt. Okay. Wow. Okay, guckt auf jeden Fall auch oben, ne? Ist einer schon oben jetzt? Ja, links einer, kleiner. Upsi. Wie kommt der denn hier hoch? Da ist die Rampe. Noch einer. Ich lade gerade nach. Ich habe jetzt mal ein Auge auf die Rampe. Oh, noch einer kommt. Mindestens zwei sind hoch. Ja, tot. Mann, das ist doch scheiße so, ne, SMG. Noch zwei, drei. Oh, jetzt kommen sie alle. Alter, kommen da viele. Shit, die leuchten auch noch. Haben wir es geschafft? Was ist denn mit meinen Minen da unten los? Ich glaube, die du sind so weit oben platziert. Zu hoch. Ja, die müssen da drüber laufen, sozusagen. Du kannst nicht den Laser als Grundlage nehmen, glaube ich. Okay. Da unten ist noch so ein Riesentypi. Hallo! Den meine ich Simon, nicht. Was machst du saugst da? Mich nicht an! Er hat mich angesaugt. Hat jemand Munition noch über? Okay, alle einigermaßen health-technisch auf einem Level. Ja, ich denke schon. Okay, oder? Da ist noch ein roter. Kommt. Also, ich habe keine Munition mehr. Oh, das ist ein Dicker. Der schreit. Oh nein, nicht, dass er jetzt Freunde holt, oder? Nee, das war der Abgesang. Okay, gut. Okay, der steht nicht mehr auf. Okay, sammel deinen Kram. Lass mich erstmal den Raum scannen. Das ist der Raum, wo wir vorhin waren, tatsächlich. Ja, aber sieht gut aus. Sieht gut aus, ja. Haben die alle Medipacks und keiner Ammo oder sowas? Oder ich habe auch nur Medipacks. Ah, hier sind wir gestorben. Schau mal, hier ist die Tür. Die haben sie durchgebrochen. Mhm. Die Schweine. Scheint keiner da zu sein. Ja, aber das ist irgendwie... Irgendwas knarzt hier noch. Oh ja, die Tür ist kaputt. Oh, hier sind noch welche. Ja. Was? Ja. Oh, wo? Ist direkt einer vor mir. Aua, schon wieder die Scheißtreppe. Vorsichtig, wenn ihr lauft. Wir brauchen deinen Intel, Eddie. Komm nach vorne. Moment, ich komme. Aber ich weiß gar nicht, wo ihr also, seid. Also, wenn es nur einer ist, kann ich den erwischen. Ja, jetzt warte doch kurz. Ja, ich mach ja gar nicht, ich warte ja nur. Ich bin hinter dir. Wo seid ihr denn? Ach, hier durch die Tür. Genau. Links von uns höre ich aber auch noch eins. Okay, nee, ganz viele. Drei, eins, ich sehe zwei, drei, nee, sind vier. Weiß oder ist auch ein Tentakelfucker. Tentakel, rot. Ja. Ach, weiß seid ihr? Ja. Ach nee, ihr seid auch. Nee, also weiß seid rot. Ihr und die Gegner. Okay, aber ich sehe trotzdem zwei, drei. Soll ich den da vorne jetzt machen? Mach den mal. Ich habe ihn gesehen, ich darf ihn töten. Aber Flashlights alle aus, Leute. Aufgeladete, Achtung. Aufladen. Oh nein, was soll ich denn jetzt machen? Naja, ich wollte nicht hauen, während er leuchtet.
Ja, doch, dann vielleicht erst recht. Ich weiß es nicht. Ja, das weiß ich ja auch nicht. Ich meine, jetzt hau ich, aber ich wollte nichts falsch machen, gell? Oh, oh, die leuchten nicht. Kletter. Ab, du Gott. Ich hau ab. Leuchte, Fucker. Oh, shit. Wie, ihr haut ab? Wollt ihr mich verarschen? Nein, wir sind doch noch hier. Ah, ich decke den Rückweg. Ich hau die kommen, ab jetzt. Die kommen durch die ihr andere Tür. Alle mal. Leute, die kommen nicht zurück. Du geh doch nicht dahin. Ich hab keine Ahnung. Hier, du bist genau dahin gelaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich muss nachladen. Oh, es sind so viele. Ja, die sind wirklich zahlreich. Okay. Alter, wieso sind das plötzlich 1 Million? Ich hatte leider Panik. Die kamen von hinten leider auch, durch den Raum, wo wir eigentlich schon geklärt hatten. Ja. Alter, lad halt nach. Wir haben nicht mehr so plötzlich viel. Plötzlich waren das locker 15 oder so. Haben nicht mehr so viel Munition, ich weiß nicht, wo ich ach, bin. Du lebst noch. Ja. Chiara, mach das jetzt. Chiara. Schön, schön, schön. Oh, die leuchtet. Chiara. Sehr gut, sehr gut. Vorsicht, Vorsicht, Energie geht langsam zur Neige. Sehr gut, ja, leuchten. Na, mein Rücken. Hast du noch ein Medipack? Ja, aber... Vielleicht in einer ruhigen Minute? In der ruhigen Minute. Okay. Genau, hier komm hoch. Schon. Wunderbar. Schnell! Ah, oh, du hast alles getan. Es war, du hättest beinahe geschafft. Okay. Gut, wir aber... Wir müssen noch mehr auf unseren Cortex achten. Ich glaube auch. Ja gut, aber diesmal, was willst du machen? Die kommen von hinten, wir waren nicht vorbereitet. Weil die meine... unser Gehirn lesen. Das ist eher eine Broschüre, würde ich sagen. ich nehme jetzt wieder Sentry. Ich nehme jetzt hier diese... Gut, wir müssen kurz Pause machen. Die Regie blinkt uns schon die ganze Zeit rot ins Gesicht. Wir machen kurz Werbung, dann besprechen wir das alles nochmal und dann geht's mit der nächsten Runde weiter. Ich glaube, diesmal haben wir eine gute Chance. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und wir haben eine Strategie. Die Strategie besagt, Chiara geht ganz nach vorne, dass die auch mal ein bisschen Schaden nimmt. Und wir holen uns die Defensivwaffen. Ja, wir schubsen Chiara da rein. Ich hab so einen Stock extra. Und wenn wir es knabbern hören, dann wissen wir, okay, das sind Chiara ist unser neuer Biotracker. Ich bin der Biotracker. Wir hören es erst ballern, dann leeres Magazin und dann knabbern. Und dann wissen wir, jetzt ist Zeit. Am Ende kommen wir da rein und dann sitzt da so Chiara und du auch so. Da seid ihr. Ah, du hast bisher immer am längsten ausgehalten, das muss man schon sagen. Weil ich einfach wegrenne, wenn ich angegriffen werde. Du machst das schon richtig. Wir werden immer besser, das muss man festhalten. Es ist dieses Spiel, wo man wirklich sagen kann, Erfahrung macht gut. Anders als zum Beispiel bei all den anderen Sachen. So, wer kann diesen Satz vervollständigen von euch? Ich nicht mehr, nein. Gut. So. Ah, home sweet home. Okay. Glowsticks. Die Kisten sind auch immer woanders. Okay, Gegner, Achtung. Oh, echt? Hinter beiden Türen sind Gegner. Und zwar, hier sind schon einige. Bei 300. Also ach ja, das sehe ich ja jetzt erst da oben, genau. Bei 290 und... Ach ja. Gut. Hier, die Tür scheint clear zu sein. Ach, du kannst durch den Raum durchscannen. Das ist ja praktisch. Das ist ja nicht schlecht. Ah ja, hier ist der Raum, wo wir hin müssen. Da brauchen wir die... Ist es das mit der Karte? Nein, das ist... Oh, oder hier? Doch, Moment. Vielleicht sollten wir erstmal trotzdem zum Terminal. Start Security Scan, okay. Das ist die Tür. Achtung, Bewegung. Aha. Ah, du hast es schon markiert. Das kannst du ja machen, guck mal. Indem du klickst dann. So langsam? Achso, das ist aber hinter der Tür, okay. Ja. Das braucht uns jetzt noch nicht interessieren. Aber wir werden immer besser. Wie man das richtig merkt, ne? Wow. Also wolltest du jetzt noch was hacken oder was?
ja, schauen, in welcher Zone jetzt die Keycard ist, weil ich denke mal, das ist jetzt auch jedes Mal anders. Okay. Das Problem ist nur, dass der Terminal ist, glaube ich, genau da, wo die Gegner sind. Okay, dann. Aber ich meine, es ist der Anfang. Okay. Die können uns doch jetzt nichts. Nein. Einfach mal das Licht ausmachen. Ich würde auch sagen, erst mal rein. Okay. Hier ist ein Terminal. Aber ich glaube, hier waren auch Gegner. Hier ist ein Spind. Ich guck mal ins Terminal. Was ist das? Ja, schon. Tool Refill Pack. Das ist gut. Das ist aber wirklich gut. Heißt das auch für Sentry oder so? Geil, Alter. Richtig gut. Hier ist noch ein Spind. Das ist voll frech. Meine Sentry startet mit 67%. Eure wahrscheinlich dann auch. Okay, welchen Key brauchen wir? Es gibt einen grünen Key? Brauchen mehr Informationen zur HSU-728. Hier ist ein Medkit. Okay. Einer kann zu mir kommen, das Medkit holen, bitte. Da bist du. Ja, ich komme. Ja. Da hat er sich aber ganz schön weit vorgewagt. 7-2. Hier, im Spind. Ach, der. Okay. 7-2-8. Genau. Da hat der Ede noch eine Kiste übersehen. Oder hat er sie schon gelootet? Und jetzt Zone 52 ist sie. Wir müssen in Zone 52. Ja. Keine Ahnung, ob man die Zonen auch pingen kann. Irgendwie glaube ich nicht. Glaub nicht. Leute, ich nehme den scheiß Aufzug wieder hoch. Ciao. Ey, mal ein Scherz. Ich bin bei euch, Leute. Alter, was ist das denn hier? Siehst du das? Ja, da kommen wir her, ne? Ach, hier kommen wir her. Okay, ja. Das sieht aber echt aus, als sollte man da rein eigentlich. Das ist schon interessant. Auf jeden Fall. Wo ist man hier, ne? Aber deshalb sage ich, so Tropfsteinhöhlen und so sind mir nicht... Geheuer? Ja, nee, absolut. Mhm. Wieso ist mitten in der Höhle plötzlich ein See? Ich war mal in einer Tropfsteinhöhle im Urlaub und da waren Boote und ein Orchester. Da stellt man sich dann mit dem Videospiel die Frage, wer baut sowas hier rein? Ja, vor allem, wie lange waren die schon da? Ist das smart, laut zu sein in so einer Höhle? Mit Leute, so einer Tür? Leute, pst, es tut mir sehr leid, diese Tür, ich habe sie aufgemacht und dahinter standen direkt welche. Ja, so wie ich es gesagt habe etwa? Scheiße, du hast recht. Ne? Du hast das, okay, ich mach die Tür wieder zu. Haben sie auf dich reagiert? Nee. Nee, sie sind... Warte mal kurz, der bläht hier noch. Die sind alle hier in dem Raum. Ich mach die Tür zu. Key und Green 906. Key, Green 906. Hui. Aber sollen wir die irgendwie platt machen oder was? Nee, Quatsch. Wir gehen wieder unsere... Ey, wenn die... Was sind 1, 2, 3, 4? Oh, ja, das sind aber echt viele. Viel, das lohnt sich nicht. Okay, in Zone 50 ist der grüne Key. Sonst gibt's keinen Key hier. Der ist immer scheinbar in Zone 50. Ja, dann dann müssen wir auf jeden Fall wieder durch die Tür. So wie immer, ne? Jetzt haben wir 3 Sentries. Oh! Also ich spiele jetzt mal einen Bösen. Ich komme hier lang. Hallo! Oh, eine Sentry Gun! Aua! Okay, also stell die mal nochmal. Ich komme nochmal um die Ecke, sodass ihr genau seht. Aua, 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 aua. Oh. Ja, perfekt. Ja, die steht sehr gut. Ah, okay, ich benutze sie mir selbst. Ja, könnte noch einen Tacken mehr nach... Ja, links ist so eine komische Kiste. Nach rechts gucken. Ach so. So, dann platziert mal eure Sentries. Ja, okay. Einfach neben meine. Oder nicht? Ja, das ist wahrscheinlich am besten, genau. Oder hier drauf. Guck mal, wenn du die hier drauf stellst, wo ich gerade stehe, dann mach die Headshots vielleicht. Ich könnte das machen. Ich habe eine Shotgun-Sentry. Kann ich leider nicht. Ich probier's mal. Ach, da oben drauf geht das generell? Nicht. Wahrscheinlich kannst du sie auch wie ich nicht. Doch. Ja? Geil. Das ist eine unfaire Scheiße. Pum, pum, ja. Pum. Oh, ist das toll, ey. Voll das hier, totes Kreuz. Mega gut. Auch nur die Mucke. Genau. So wie bei Blade damals. Wisst ihr noch? Erste Szene. Genau. Okay, es geht los. Okay. Alle auf den Punkt. Oh, hinter der Tür sind übrigens auch direkt, ist auch Action. Das ist gut, dass wir das jetzt da hätten wir vielleicht die Turrets anders. Das Gute ist, die Tür geht ja erst später auf. Ja, stimmt. Also wir müssen dann unsere Punkte. Oh Gott, die sind alle jetzt so weit hinten. So, Achtung, benutze eure Hammer. Wieso funktioniert das nicht? Hammer so gut? Time. Security Scan Points. Oh, ich gehe rein. Bitte stellen Sie sich auf Ihren eigenen Security Point her. Oh Mann, der ist ja ganz hinten. Moment. Ja. Keine Sau, komm da hin, ey. Das ist richtig dumm, wie die gerade sind. Haben wir ein bisschen Pech. Okay, ich suche meinen Punkt. Wo ist denn hier noch ein Punkt? Da. Okay, das sieht gut aus. Scan bei 60, 70, 80. Okay.
Und nochmal. Sie kommen. Ah, was ist denn? Complete door unlocked. Achso, wir haben es geschafft. Wir haben es. Ja, wir sind. Oh nee, da sind noch Leute. Wieso kommen wir denn immer vorbei? Okay. Hinter dir ist ja. Ja, merk's gerade. Ich brauche meine Sentry. Shit. Können die unendlich viel schießen, die Sentries? Nee. Nein. Die haben Muni. Aber ich habe Refill-Kits. Oh ja, da steht's ja so. Okay. Okay, ich nehme meine auch mit. Ja, easy. Ich habe schon wieder nur noch 17% in der Sentry. Was die alles immer so. Okay, Lampen aus, bitte. Ja. Wo sind meine Glowsticks? Okay. Sieht aber so aus, als ob da unten die Treppe runter vermutlich. Ja, direkt da unten sind wieder Gegner. Jo, viele? Ich hör's. Gurgeln. Ja, direkt unten steht einer. Genau da, wo du hast ihm direkt einen Glowstick an den Kopf geworfen. Das darf man, wurde mir gesagt. Das darf man, ja. Das provozieren wir ihn. Ja, okay, dann ein paar mehr. Ja. Er glüht schon, siehst du? Jetzt findet er das aber langsam nicht mehr lustig. Nee. Okay. Oh, shit. Ja, der Trigger. Ja, aber Glowsticks finden sie nicht mehr gut. Ihr musstet den Trigger mit den Glowsticks. Ja, inzwischen werden viele. Wie viele Glowsticks kann einer ab? Komm her, du. Ah, von hinter dir! Leute, komm von hinten! Hier ist ganz wichtig! Glowköpfe, Achtung! Was? Fuck! Ich komm von überall! Oh. Ich hau noch runter. Werden hier eingeladen, hier, Achtung! Au! Oh. Wieso geht die Tür nicht auf? Das ist eine andere Scam-Tür. Okay, eine andere Scam-Tür, wir müssen alle unten rein! Schnell. Glaubt ihr, ich schaff das? Kommt ihr hin? Glaubt ihr, ich schaff das? Oh nee! Na, jetzt, das wäre jetzt ja, gut! Ich bin tot! Oh shit, ja, okay, dann holen wir euch. Wir holen euch. Okay. Licht aus. Wo bist du denn? Ich sehe nicht. Okay, wir holen euch. Ich weiß es auch nicht. Genau. Hier war doch noch irgend so ein. Shit, ich glaube. Oh shit, da kommen ja immer mehr, ey. Da ist nicht mehr so viel. Ja, so, da holen wir erstmal den Denzel. Wo ist denn der Denzel? In der Tür ist er reingefallen. Kann das sein, dass irgendjemand die Tür einfach zugemacht hat, als ich da noch drunter stand? Bist du in Sicherheit? Also ich weiß nicht, ich bin runter. Oh, da sind noch mehr. Okay, auch getriggert. Geil. Was? Da unten sind noch mehr. Da unten sind noch mehr. Überall sind welche. Von allen Seiten. Oh, ich brauche appreciate. Wer braucht. Okay, die Tür, komm von hinten hier! Warum macht ihr das? Also, die, nein, war nur einer, war nur einer. Aua! Da ist einer in der Röhre irgendwie drin. Hab ihn nicht. Wer braucht Aufladung für seine Sentry? Ich. Also, was? Egal. Hier, bleib stehen, Denzel. Wo bist du? So, ich brauche auf jeden Fall mal diesen Spind. Und wer noch? Simon? Ich kann ihn gebrauchen, ja. Wo bist du? Da. Hier. Ach, meine Sentry ist deployed, deswegen geht's wahrscheinlich nicht. Ja, 20%, das ist aber nice. Ich habe jetzt auch ein Tool Refill. Aber mich könnte jemand heilen, wenn er Bock hat. Mich auch. Braucht noch jemand Tool Refill? Nichts mehr. Deniri? Tool Refill? Ja. Ich habe 42 Schuss. Simon, ich sehe das Healthpack an deinem Hintern. Simon, hä, braucht. Was? Ich habe hier keinen. Guck mal, Melee, Pistole, Burst and Recover. Nee, dein Hintern ist rot, Simon. Aber guck mal hier. Ich glaub's euch, ich habe aber keinen. Ich hab's nicht. Ich meine, ich kann's nicht ändern. Kannst du wechseln nochmal durch die Sachen? Ja, Melee, Pistole, Revolver, Burst Sentry, Glowstick. Ich glaube, das ist einfach ein Grafikfehler. Ja, okay. Ich hatte eins. Schade. Na gut. Ich hatte nicht nur 36. Also, falls jemand heilen will, euren lieben Tracker. Ja. Tracker Eddie. Okay, Leute. Glowsticks. Das war eine geile Aktion mit den Glowsticks. Let's never do it again. Jetzt wissen wir es. So, wir checken erstmal, wo die Gegner sind. Ich mach hier mal alles. Allerdings war das schon die große Wave, die wir vorhin hatten. Oh, nee. Hier ist Alarm. Wo ist der Alarm? Hier ist nichts zu sehen. Da. Oh oh, hier ist ordentlich Alarm. Ich habe jetzt noch 3 Medipacks. Beziehungsweise 2. Ich würde einen nehmen. Hier hinter der Tür ist Alarm. Ich komme zu dir. Ja, ich komme jetzt eben. Oder folge den Grünen. Ich brauche ein Medipack. Ja, ich habe für jeweils einen noch einen. Oh, hier ist ja auch noch was. Also nee, hier ist auch eine Kiste. Nicht. Ich komme. Ach, jetzt ich muss hinterher. So, was sei denn? Dann laufe ich hier halt hinterher. So bist du hinter mir. Ja. Na, Hauptsache ein Medipack. Wo geht man nicht überall hin für ein Pflaster? Ich will auch. Danke. Ja. Oh, hier sind hier Gegner oder ist hier safe? Ja, hier ist safe. Okay. Danke.
Hast du noch eins? Oh. Nee, ich hab keins mehr jetzt. Okay. Wie sehen unsere Leben aus? Ich hab 60 jetzt. Na, was ist da drin? Glowsticks? Verschissene Glowsticks. Hier ist ein Terminal. Okay, wir können den Security-Scan machen oder die Tür da, die Gegner hinter der Tür platt machen. Wollen wir erst die Gegner hinter der Tür platt machen und dann den Security-Scan vielleicht? Weil ja, sonst kommen die nämlich eh. Die Frage ist, ob die eh unendlich spawnen, sobald man einen Alarm auslöst. A la Metal Gear Solid 1. Oder ob die wirklich nur limitiert sind, sodass man die wirklich ausschalten kann. Aber ich bin auch dafür. Hier zu mir zur Tür. Es sind 3, 4 Stück. Okay, das sind alle woanders. Ich habe nur noch 10 Patronen für meine Pumpe. Wir könnten natürlich auch 3 alleine mit einem Hammerschlag auslösen. Und den letzten quasi gemeinsam killen. Nicht gut. Was ist genau, wer? Dennis! Was? Was? Ich wusste nicht, dass das keine gute Idee ist. Okay, sind alle da? Ja. Was ist der Plan? Aber Licht aus? Alle Lichter aus? Eine hat gerade an? Okay. Okay. Wie weit sind sie weg? Ich lade schon gerade auf meinen Hammer. Oh, Glowstick Action. Oh shit. Ah. Okay, die sind wieder oben. Okay. Das sind die gleichen wie eben. Ah. Oh, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Ich schmeiß Glowsticks. Soll ich? Ich bin am nächsten dran. Ich mach's jetzt. Mal. Lade auf. Was machst du? Hauen! Hä? Oh, wer schießt da? Aufladen! Wir ich hab aufgeladen! Hä, was, wo? Ich raff nix! Ich dachte, wir machen den alle! Nee, aber wir platzieren uns bei jedem, dachte ich. Okay. Ach, shit, schwer. Ja, Mann, ich will's doch auch nur richtig machen. Alles gut. Okay, Dennis wird gehelft. Oh, was war das denn? Okay. Welches freche Gelöt hat mich denn hier... Nur ganz kurz für mich. Was wäre denn jetzt der richtige Weg gegangen? Jeder hätte sich vor einem platziert, und heimlich, dann hätten wir gemeinsam den Schlag aufgeladen und gemeinsam gekillt. Aber ist egal. Hat ja auch ich hatte Angst, dass es wie vorhin ist, dass ich, je näher ich rankomme, dass der dann plötzlich anfängt. Ja. Der Fehler lag, glaube ich, bei mir. Ich habe Glowsticks geworfen und wenn man leer ist, fängt er an zu schießen, wenn man weiter wirft. Ah. Okay, warte, lass mich scannen bitte, weil meinen Berechnungen zufolge ist hier alles richtig. Cool. Hier ist cool. Alles gut. Ich muss sagen, das Spiel ist hier schon sehr unterhaltsam irgendwie. Hier ist alles safe. Falls jemand Health zu verschenken hat, ich kenne jemanden, der würde sich drüber freuen. Ja, danke, dass du an mich denkst. Ich freue mich sehr drüber. Wie viel hast du noch? Ich habe 31. Es ist schon wieder so wenig, Chiara, dass man fast drüber diskutieren könnte, ob es Sinn macht, das an dich zu verschwenden. Dennis hat sogar noch weniger, also ich gerade 20. Noch ein Grund mehr, es mir zu geben mit 51. Was jetzt zu kommen? Ja, okay, durch, aber hier ist wieder mal nichts, eine Enttäuschung, diese Kammer. Seht ihr das auch so? Ja. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt den Security-Scan unten machen. Okay. Scan. Der Chat vermutet, dass die Aliens uns streamsnipen übrigens. Oh, ich halte das für im Bereich des Möglichen. Und da sind auch viel mehr. Ich mag das, die Geräusche so. Die haben so schöne Sci-Fi-Tech-Geräusche. Mhm. Auch die Turrets. Hier ist das Terminal. Was suchen wir nochmal? Die Zone 52. So, und oben geht's auch noch weiter, ne? Ja, da kommen wir noch her, oder also nicht? Also die Zone 50C machen wir nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal den Security-Scan machen. Ich finde auch. Naja, lass mich gerade mal noch... Kriegt man nicht über das Terminal Sentry raus? Aufbauen. Zack, boom. Wow, 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 wow. Soll ich auch noch aufstellen? Was war das? Wer oder hat mich einer von euch abgeballert gerade? Nee. Du hast Fallschaden gemacht, ja. Ich habe gerade 11 Schaden genommen oder 12. Bist du irgendwo runtergefallen? Nein. Ich sag 2 reichen von den Sentries.
Kam okay, beim letzten Mal überhaupt Gegner? Da kam nur einer letztes Mal. Okay. Können, was ist, wenn die von hinten kommen? Dann da habe ich keinen Ausschlag. Okay, sieht gut aus. Gut. Wir haben die schon alle erledigt. Ja. Endlich mal funktioniert auch. Gesundheit. Entschuldigung. So, will einer hier aufmachen oder da mal ich's. Licht vielleicht aus? Ist da was dahinter? Wahrscheinlich nicht, ja? Nee. Hier ist eine Box. Mit einer super Flashlight. Ah, Glowsticks. Medipack. Nice. Shotgun. Wer hat denn am wenigsten? Ich ja? Wenig. Dennis hat auch 31. Wenig. Ich brauche keinen Held. Ja, aber die Chiara, die bringt ja wenigstens Chiara, was. Ich glaube, bei Chiara, genau, würde ich auch sagen. Das ist wenigstens gut aufgehoben. Hast du das jetzt bekommen? 51? Ja, ich hätte. Dann gebe ich den Rest jetzt einfach Denzel. Na, Seafroam hat keiner, ne? Kennst du nicht den Spruch, Madpacks vor die Säule werfen? Ja, Simon, du brauchst auch noch. Na? Was ja, aber ich 20? Bin halt sehr, sehr gut. Ich habe 39. Nee, ich habe ja auch noch leider nur noch einen für mich. Aber jetzt habe ich knapp mehr als du, Ede. Also wir sind gleich schlecht. Okay. Okay, brauchst du Ammo, Simon? Och, ich nehme alles, aber ich habe gerade. Ich habe nur noch 23 Schuss. Gib mal Ede. Okay, wo ist Ede? Oh, ich habe 0 Schuss. Das ist aber so zu spät. Shit. Ja, Nullschuss ist natürlich gar nicht gut. Aber nee, das ich ist ein Hammer, 10, Mann. Ich habe 10 für die Shotgun. Wer mal braucht schauen. Tools? Ich habe Tools auch noch. Nee, habe ich nur 66%. Kann ich auch selber benutzen? Oh ja. Ja, ja, kannst du. Komm mal. Gedrückt halt. Okay. Chiara, ich gebe dir Tools. Bleib stehen. Nee, brauche ich nicht. Ich habe 66. Okay, dann. Das ist eine Foam Grenade. Halt's halt erstmal. Das ist nichts, ne? Okay. So. Dann. Wohin jetzt? Ist das wieder eine Sackgasse? Ja, ich weiß wo lang. Es ist ja immer der gleiche Weg. Also wieder zurück. Das ist hier einfach nur eine Loot Cave, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Aber wir müssen jetzt hier lang. Da, wo wir auch schon die Typen markiert haben. Hoch, rechts die Treppe hoch. Und dann kommen wir gleich in den Kill Room von eben. Licht aus, bitte. Oh, hier der Raum ist noch safe. Der ich habe eine Formgranate jetzt. Ja. Ja, ich auch. Bringt leider, glaube ich, nichts, oder? Ja, bei der nächsten Tür vielleicht. Aber da, wir müssen uns mal das genauer angucken. Ah, hier ist ein Spind. Du spinnst. Hat jemand den Alarm getätigt? Das ist meine Sentry. Also. Alles gut. Gut. Kannst du dir mal sagen, dass sie leise sein soll? Ist sie jetzt schnurrt sie nur noch. Geil, Munition. Oh, was ist das? Ammo Pack. Nehme ich. Soll ich mal die Tür aufmachen? Ist da jemand hinter? Warte, lass mich checken. Da ist da jemand. Da ist doch jemand, meine ich. Okay. Ist da jemand? Braucht noch jemand? Ja, da sind 1, 2, 3. Ach. Also Licht aus. Ja, mach auf den. Also Chiara, ich meine, du nee, wir haben ja beide. Wir brauchen Medi beide. Oh, guck mal, der ist dick. Geht direkt los. Ach, der Noob, guck mal. Sind die doof. Ist alle tot? Ja. Also ich habe immer noch 2 Ammo-Packs, die hebe ich jetzt einfach mal auf, wenn jemand wirklich Not. Gerne. Okay, da unten ist die Supertür. Aber ich habe tatsächlich. Wir machen es diesmal. Ich habe kein Signal hinter der Tür. Ja, na, dann spazieren wir rein. Ja. Aber mach trotzdem mal das Licht aus. Okay, Ora, wir lassen es an. Da sind keine. Wie oft wir hier schon waren. Nee, ich sehe auch keine. Ich glaube, die haben wir alle. Ich glaube auch. Woanders ist es hier hinter der Tür? Hier geht's gleich weiter, Eddie, wo ich stehe. Kurz noch hier. Genau, da oben ist nämlich noch was zum Einstecken. Ja, ich guck erstmal, ob hier irgendwo Gegnersignal ist. Bislang nichts. Hier hinten ist noch hier, eine warte Tür. Mal. Achso, das ist der Leiter. Guckt, ob alles Loot hier irgendwie mitgenommen wird. Ja, auch die Tür ist safe. Ich habe das Gefühl, hier ist kein Loot, oder? Ich hätte schwören können, dass da oben eine Kiste war. Oder so. Aber sieht man das nicht auch auf der Map? Okay, hier, Achtung, hier kommen wir einem Ausschlag näher, Licht aus. Ja. Okay, hier in dem Raum. Das ist der von eben. Ja. Wo wir gestorben sind. Okay, da sehe ich schon die Haare von dem. Okay, ich stelle meine Sentry an. Harry Weinfurt.
Aber wenn ich die Sentry aufstelle, dann legt die auch los, ne? Ja, ja, das ist das Problem. Deshalb lass erst ich meine auch. Vielleicht sollten wir sie in den anderen Raum locken, wo wir herkommen. Ja, denk, ja genau. Lass es mal so machen. Was ist eigentlich jetzt, Moment, was mit den anderen Türen? Soll ich die eine hier zum Beispiel, die große Tür, soll ich die nicht mal zuschaumen? Psst, okay, da was ist, hey, ich sehe, ich habe, oh, ich habe einen Megaplan. Ich habe Visual auf Harry Potter. Ich stelle die Sentry hier hin und dann machen wir die Tür wieder zu. Und während die die aufmachen, und ich mache neben der Shotgun, mache ich mal direkt die Sentry in die andere Richtung. Alter, bin ich smart. Warte, pass auf, ich mache die noch smarter. Hey, Leute, ich bin mitten in dem Raum, ne? Ja, dann komm besser her. Mach eine Tür zu, mach mal noch Foam dran. Genau. Oh, jetzt alle wieder. Aber ah, nee, einer muss sie anlocken, ne? Ja, genau, einer muss sie anlocken. Willst du die Sentry nicht auch noch dahin stellen? Ach, nö. Nee, ich mach schon die. Wir sind rund um, unsere rundum sicher. No, bitte erst die Tür zu machen, wenn ich bei euch bin. Ja. Oh, das wird gut. Hä? Okay, warte, ich mach das von hier oben. Hatte ich doch eben ein Visual. Okay, Tango. Okay, schnell. Wir machen. Ich mach okay, gleich. Komm, warte. Sie kommen. Okay, go. Formnate. Oh, die wackelt. Geil, so richtig fetter Marshmallow hier. Ja, aber vielleicht fallen die da ja auch. Aber hast du die Laser wieder so weit oben gemacht? Hä, wir haben doch gar keine Minen mehr, oder? Ach so. Hä, ich hab da so eine rote Linie. Sieht ja, die sich auch. Oh, ich glaube, wir haben den Spiegel broken. Oh, Achtung, Leute, was? Die Tür was? Von hinten wird langsam eingehauen. Von noch da oben ist die? Schaum da. Ach, ja, da. Ich hab die eingeschaumt. Noch ist. Oh, ich gebe 3, 2, 1 und die Tür ist so gut wie auf. Kommt jetzt zu den Sentries dann, ja, wenn die von der Tür da kommen. Ich gehe zum High Ground, ich mach High Ground. Oh, da ist ein langer Lulatsch. Oh. Aua. Wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Irgendwas? Da ist so eine Lady. Achtung, von hinten ganz viele. Oh. Heißt hinten da, wo eigentlich sie. Oh ja! Da ist ein. Da kommt noch einer. Alter, der mit dem Riesenarsch. Hinten ist safe. Das war nee, da kommt noch einer. Nee, ich hab noch mal schreien hören. Da läuft einer rückwärts. Okay, von hinten kommen noch welche. Einer, ja. Das sieht gut aus. Nee, die Musik ist noch dramatisch, Leute. Lasst mich checken. Okay, nee, da ist einer noch oben. Oben ist noch ein großer. Ja, der kommt. Der kommt. Moment, ich kann von hier schießen. Ach, er ist schon wieder abgehauen. Ja, ist da. Ist der Hüftenmensch. Ist tot. Alter, guck dir mal dem sein Bein an. Da ist nur noch so der Knochen und dann kommt wieder Fuß. Wie das riechen stimmt. Muss. Okay, zieht der Socken an. Kein Signal. Oh, sehr gut, Leute. Das war richtig gut. Habt ihr das Bein gesehen, Leute? Mhm. Schön abgenagt. Das ist nicht cool. Meine Sentry ist leer. Okay, der Raum hier ist auch clear. Sehr gut, Leute. Okay. Aber nehmen Sie doch ruhig mit, oder? Das ist ein neuer Milestone, oder? Ich habe noch ein Ammo-Pack. Braucht jemand? Denzel, du kannst die schon mitnehmen noch und wieder aufladen. Ich habe die mitgenommen, aber sie ist leer. Okay, dann irgendeiner hat eine stehen lassen, glaube ich. Das kann sein. Braucht jemand noch ein Ammo-Pack? Also ich habe 38, 46. Ich habe noch hier einen Schuss. Ehrlich zu sein, ich habe nur noch 5 Schuss. Ja, ich würde es nehmen. Bleib stehen. Ich laufe dir gerade hinterher. Da. Mach alles mit Mama hier. Danke. Gut, jetzt bin ich leer. Ihr könnt dann nach dem Rhythmus gehen übrigens. Also nicht nach dem Rhythmus, nach dem Ton. Es ist immer dididik, dididik. Oh shit. Oh shit. Kleiner Tipp vom Safe Cracker. So, ich mach hier mal von. Keycard. Hast du? Grüne Keycard. Ja, Key 906. Achso, die Tür geht gar nicht. Geil. Die haben die kaputt gemacht. Wo haben wir denn eine Karte mal? Was ist das denn jetzt, der geile Shit hier? 906, okay. Das ist gar nicht da. Das ist nirgendwo. Okay. Dann geht's nur einen Weg. Da werden wir ihn nie hinfinden, sage ich jetzt mal. So. Was ist das hier? Nichts. Wissen wir, wo wir sind, wo wir hin müssen? Wir sind hier in der Ecke im Südosten. Habe ich das richtig mitgekriegt? Simon, du hast eine grüne Keycard? Ja. Ist es dafür? Nee, oder? Den Raum 906. Ja, ich habe aber auf der Karte nichts gefunden. Ich meine,
Ist ja nur ein Raum, ne? Das ist jetzt nicht zwingend Zone. Ich glaube, der war in 52, vier, der grüne Tür gelötet. Ja, ich muss ja nicht die richtige sein. Weil hier ist ja 51. Ja, meinst du, da geht's dann weiter? Ja, wir müssen hier irgendwo hin. Aber hier waren wir doch letztens und sind nicht weitergekommen, weißt du? Such mal auf der Karte 906. Müsste man doch eigentlich finden können, wenn wir es schon gesehen haben. Ich sehe hier 957. Warum sind die denn so dämlich nummeriert, ey? Damit man sich verläuft, ja, verstehe ich schon. Also ich glaube fast, wir haben 906 noch nicht. Es könnte der Anfangsraum sein, wo wir gestartet sind, wo die Gegner drinne waren, wo wir nicht weitergegangen sind. Ja. Ich glaube aber, damit meinen die Türen. Ja. Also nicht die Zonen oder nicht Räume, sondern wirklich die Türen. Und die haben alle Nummern. Nö, ich glaube, die haben wir noch nicht. Irgendwo ein neues Areal. Also hier in dem Raum, sehe ich das richtig? Das ist eine Sackgasse? Ja. Mhm. Krass. Ja gut, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter. Ich würde dann nochmal Richtung Anfang jetzt gehen. Ja. Sag mal, was ist eigentlich das Ziel? Müssen wir irgendwie so ein Ober-Alien töten? Get the fuck out. Aber wie sind wir denn erst reingegangen? Nee, wir wurden gefangen. Wir sind doch am Anfang reingeschickt, damit wir einen Weg nach draußen finden. Und vielleicht irgendwie Monster killen oder irgendwas rausfinden. So ein perverses Spielchen, ja? Ja, ich glaube, die sind einfach nur, die haben keinen Bock auf richtige Arbeit. So wie wir. Ja, so, okay. Simon, du liest die Zahl falsch. Naja, was? Doch, nein, 906 steht doch hier bei Objective. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, ich gehe jetzt mal wieder Richtung Anfang. Es ist auch gar nicht so weit weg, weil tatsächlich wir noch gar nicht so weit sind. Und da gab es ja, aha, hier habe ich nämlich einen Ausschlag hinter dieser Tür, Leute. Und zwar nicht wenig. 246. Wo bist du? Darf ich kurz was sagen? Anfang. Oben links stehen ja eigentlich die Warden-Objectives, ne, von unserem Leiter. Eigentlich haben wir die noch nie gemacht. Also ist nicht schlimm, müssen wir aber irgendwann mal machen. Aber wir waren doch schon hier in diesem 252. Raum. Das ist der Raum, wo am Anfang die Gegner drin waren. HSU 728. Okay. Ist die sind bei der Wave nicht gekommen. Die bewachen da drin irgendwas. Warte mal, vielleicht kann ich den Raum. Welchen Raum brauchen wir? 906? Ja. Der grün. Falls das relevant ist. Heißt das einfach nur 906 oder Room 906? Key green 906. Oh, stimmt. Was? Achtung, Achtung, Typ! Bei die Tür dazu! Okay, weiter geht's. Vielleicht müssen wir da ja rein. Na gut. Naja, da müssen wir auch rein. Aber wir müssen uns halt vorbereiten. Hier? Kannst du die nicht taggen? Na, nur wenn ich sie sehe. Oh ja, die Tür 666, da sollte man wirklich nicht rein. Aber die bewegen sich gerade nicht. Aber da gehen wir rein, oder? Das wird doch jetzt. Soll ich die Sentry aufbauen vorher? Oder? Ja, natürlich. Aber dann ballert die direkt. Ja, erst wenn wir die Tür aufmachen. Das, ja. Aber wir können die auch von links hier, wir können die von zwei Seiten angreifen übrigens. Man könnte hier einer noch eine Sentry bauen, wo ich jetzt bin. Meine ist leider leer, ich kann nicht mehr Sentry. Aber hat Chiara nicht auch noch eine? Ja, ja. Das ist aber eine Shotgun-Sentry, ne? Ist doch scheißegal. Okay. Balla balla. Ah, so. Balla balla. Baya baya. Tengo sarine. Ich finde den Lispler schön, den du mit einbaust. Okay. Okay. Okay, und jetzt? So, jetzt bei drei machen wir beide die Türen auf. Okay? Beide Türen? Ja. Okay. Dann sind die verwirrt. Gehe ich mal auf die andere Seite und mach die Tür da auf. Sag Bescheid. Okay. Ready? 3, 2, 1, go. Ja, die machen das gut. Kommt nichts mehr, ne? Doch, da ist einer neben der. Gut. Das war's schon. Wie das noch so ein großes Ding. Hey, was war das? Das ist ein Hüftmensch. Da hinten Hüftmensch. Hier ganz genau. Ich geh mit dem Hammer. Ich bin tot. Ich belebe dich wieder. Ey! Was ist Scheiße, denn? Ich hab nur noch drei Hells. Knallt meine Sentry-Gun? Ich glaube, meine Sentry-Gun knallt auf euch, weil der Gegner genau... Ich glaube auch, dass die Sentry-Gun mich gekillt hat, ehrlich gesagt. Ich hab das Gefühl, als hätte mir jemand von euch ins Gesicht geschossen. Ihr steht aber auch verdächtig genau vor der Sentry-Gun, liegt ihr da. Und eigentlich genau hinter euch war der Gegner. Ich glaube, ihr wart genau auf einer Linie. Wusste nicht, dass es die Hüfte beseitigt, ehrlich gesagt. Vielleicht. Okay. Aber ich steck mit der Hüfte unter einer Decke, oder? Ja. Susi, die Frau mit dem bewegbaren Unterleib. Okay, so, shit, hinter der Tür haben wir auch schon wieder gelötet.
Eieiei, ist das eine Dusche oder eine Geheimtür hier? Das ist wirklich komisch, ne? Das ist doch eindeutig. Ist das irgendwas? So, Sentries platzieren, oder? Ja, sammeln wir mal die Sentry noch auf. Ach ja, die Sentry aufsammeln, genau. Ist da Eisenerz abbauen? Ich war nur am Erforschen. Das war so. Da sollte mal eine Tür hingebaut werden. Okay. Oh, das ist gut hier. Zone 52, direkt voraus. Okay, alle ready? Ja. Bin auch ready. Ich habe den besten Platz. Okay, ich bin bereit. Okay. Stell dich nicht vor die Sentries hin, oder? Say hello to my little friends. Oh, hier brauchen wir die Keycard, Green Card. Da brauchen wir deine Green Card. Ach, die kriegen wir doch nie, da musst du dich doch ewig anmelden. Oh, geil. Aber in der Lotterie kriegen wir nämlich nie. Ja, wir haben doch die Green Card. Ja, Simon muss die aufmachen. Simon, ach so, das ist die. Das ist diese Tür, ja, von der alle reden. Und dann schnell weg, damit die Sentries sich nicht wegballern. Ja. Ach nee, wir müssen da rein, wir müssen da hinstellen. Na super. Alle von den Sentries stellen sich alle rein. Geil. Okay. Ah, die kommt von. Nee, das bist du. Aber dann alle wegrennen. Okay. Da kommen welche. Was ist denn da? Okay, wir haben es geschafft. Das bedeutet, die Tür müsste noch aufgehen. Hier sind lustige Aber die kommen von der falschen Security Scan. Stellt euch da hin. Wo denn? Ich bin schon wieder durch die Sentry-Gang gelaufen. Das ist ja super dumm. Oh, und ich wurde abgeballert, leider. Aber ich liege auf Security. Vielleicht reicht das. Oh, oh. Ey, spuck mich nicht an. Moment. Wir machen das jetzt langsam und geschmeidig. Okay. Ich gehe rüber zu Simone. Gerne helfen. Nee, da sind noch Gegner. Simone, steh auf! Ich bin noch nicht da. Oh, ich liege auf dir jetzt. Das war taktisch. Seid ihr alle tot jetzt? Ich schütze dich mit meinem Körper vor weiteren Schmerzen. Okay, lass mich raten. Chiara, lass erst mal Chiara machen. Jo. Die macht hier irgendwas sehr richtig. Oh nein! Oh. Da waren wir richtig viel! Mann, wir waren da gut! Wir waren richtig gut. Fuck, fuck, fuck! Da war ein Fehler im Spiel. Das war unmöglich, dass wir da gescheitert sind. Ich glaube, es war ein bisschen frustrierend, dass man immer wieder komplett von vorne ist. Dass es überhaupt keine irgendwie Rücksetzpunkte oder so gibt, ne? Ja, das stimmt. Dass du echt immer wieder bei Null anfängst. Aber ich glaube, das war Endgame. Da kamen so viele jetzt. Haben wir es gleich, meinst du? Fuck! Aber unsere Sentry-Taktik ist gut. Finde ich auch. Ja. Ja, bis zum Zeitpunkt, dass ich gemerkt habe, dass die Friendly Fire. Okay. Wollen wir uns noch mal kurz zurückziehen? Eine kurze Werbung machen. Meinst du? Genau. Ja, dann machen wir noch einen Run machen. Wir besprechen nochmal die Taktik, aber das war schon saugut. Wenn ihr jetzt noch Tipps habt, schreibt sie mal kurz in den Chat, wir gucken rein und dann geht's los auf die dritte oder vierte erfolgreiche Jagd. Bis gleich. Dienstag ist Dienstag und wir haben uns ein Spiel gesucht, das uns bisher viel Bock gemacht hat. GTFO oder wie die Franzosen sagen, get the fuck out of here! Get the fuck out! Get the fuck out of here! Ungefähr so. Get the fuck out of here! Ja. Wir haben es oft gesagt, aber keiner hört auf uns. Get the fuck out! Get the fuck out! Get the fuck out of here! Sie schießen alle auf uns, nee, mit ihren komischen Lichtkopfkugeln. Was kann man da machen? Das wird der Run. Der richtig krass wird. Wie findet ihr das? Angeblich waren wir eben ungefähr in der Hälfte. Da ist also noch einiges zu tun. Ja, in der Hälfte vom ersten Level. Es gibt, glaube ich, 7 Level. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, splitten sich die Wege. Du musst dich dann für irgendwas entscheiden. Ah. Auch krass. Aber jetzt wird's ja alles richtig geil. Get the fuck out! Why are you still there? Get the fuck out! I don't know why I'm like this. Das hab ich, das ist neu. Der Song von ihm? Ja, Beatbox plus Maschinengewehrgeräusche. Wie Rhymes, ne? Das ist sowas. Du haust die Dinger raus wie deine Rhymes. Ja. Ich habe jetzt Tool Refill für die Zukunft. Okay.
Keinen Grund anzugeben, Chiara, aber... Doch. Gut, was haben wir hier für geiles Loot? Bitte reporten. Hinter dieser Tür befinden sich keine Gegner, ich öffne sie. Hier wahrscheinlich. Kannst du mal scannen, Eddie? Ach nee, du bist da hinten. Gerade hier am Looty-Looten-Sinn. Gucken Simon und nicht oldschool. Okay, oh, wir sind dahinter. Mach wieder zu, den Eimer. Okay, das war... Okay. Der lag da rum. Wir müssen ja auch nicht alle killen. Theoretisch können wir auch noch auf Glück haben und direkt am Anfang den Key haben, oder? Diesmal müssen wir in Zone 49. 49 ist aber tatsächlich hier. Wo wir sind gerade? Nee, hier, also, wo, also hier auf der Tür steht Next Area, Zone 49. Hier steht, bei mir sagt, wir müssen nach Zone 52 und HSU 830 finden. Das sind sehr viele Zahlen, auf jeden Fall. Also hier an der Tür ist wieder ein richtiger Shitload an Gegnern. Ich guck mal, was hier. Seht ihr auch nicht mal oben? Nee, das ist voll, was machst du, was machst du? Ich mach nix. Einer ist drin, einer ist hier. Dennis. Ich hab nur geguckt. Okay, der scheint weg zu sein. Nee, der haut da dran. Natürlich. Der haut da dran. Ja, lass ihn mal, lass ihn mal. Der beruhigt sich wieder. Tür geöffnet. Der beruhigt sich nicht mehr. Oh, was? Oh, ja. Nee, ich glaube, wir haben ihn einfach kurz angestrahlt und das hat ihn halt genervt. Ist ja gerade vor unseren Füßen was, ja. Was meinen die hier, Liegestütze? Wie macht man denn Headshots bei irgendwas, was keinen Head hat? Da wo es eitert, musst du schießen. Ja. Schau, man kann Gegner mit der rechten Maustaste der Melee-Waffe übrigens wegstoßen. Oh, das ist gut. Oh. Ich bin nicht erschrocken. So, hier sind wir gestorben. Gut, White Key Card. Key White 850. Kannst wahrscheinlich sogar auf dem Terminal gucken, ja. Ja, wollte ich gerade machen. Key White. Kann sich jemand merken, ich kann mir Key White 850. Okay. Also, Key. Key unterstrich White unterstrich 850. 850. Ja, aber es gibt ja nur ein paar Räume, die machen wir doch eh alle durch, also brauchen wir uns auch gar nicht eingeben. Wir gehen doch eh in jeden Raum rein. Ja, ne? Eigentlich laufen wir immer die gleiche Route. Es sind ja nur drei Räume oder so. Und irgendwann haben wir einen Key. Aber vielleicht sehen wir dann, in welcher Kiste dieser Key ist. Na, ich bin mir sicher, wir haben das schon voll begriffen, was wir hier machen. Okay. Da steht Zone 50, ist er. Aber naja, wir müssen... Zone 50 stehe ich vor. Tien auch. Wir sind, ach, das ist, ja, das ist der Standardweg, oder nicht? Okay, ja. Cool. Irgendwie ist tatsächlich aber alles wie immer. Okay. Ich mache aber noch ein paar Schränke auf hier. Ja, wir müssen, glaube ich, schon den Kram auch nutzen. Zumindest bis wir immer voll aufgeladen sind. Wahrscheinlich fängt man deswegen auch nicht voll aufgeladen an. Oh. Nichts gefunden. Hier ist Tool Refill. Gut. Könnte mich einer... wieso starte ich denn mit null... Null was? Null Schuss in meinem Sentry. Echt jetzt? Das ist ja komisch. Ich dass die nicht eben einfach ja ausgeballert wurde. Ich hab die noch gar nicht rausgeholt. Ist komisch. Tatsächlich refillen. Nee, Quatsch. Die Prozentanzahl ist wichtig. Versteht man dir? Du bist bei 67%. Bei mir steht auch automatisch. Aber es steht ja Rounds 0. Das irritiert schon ein vielleicht bisschen. Vielleicht, ne? Falls in der Hand. Hier bei mir sind noch Dingsticks. Wie kann man pingen? Mittlere Maustaste. Ah, okay. Nee, alles gut. Will ich die? Ja, ich nehme die einfach mal. So, ich starte hier. Was? Ja, ich komm. So, und schön mit dem Hammer arbeiten, ne? Sicher? Hammer, ja. Ich geh hin. Mann, das ist schon wieder ganz hinten. So, das Ding. Es wird immer schwieriger, das Spiel. Ja. Stell dich alle hin. Ganz schnell. Dann ist es auch vorbei. Ganz schnell. Irgendwas ist neben mir. Ich suche noch einen Scan. Da, ich hab ihn. Steh ich auf einem Scan? Oh, da kommt was Großes. Von hinten. Da kommt was sehr Großes. Shit, wo ist hinten? Ah, ja, Tatsache, der ist groß. Oh, what? Oh, die Sandwich. Ihr steht vor den Sandwich. Ach ja, das kann sein. Deswegen. Ich bin tot. Oh, hinter uns. Ist tot. Okay, Vieh ist weg.
So, packt mal die Sentries ein, damit wir uns nicht gegenseitig töten. Ich höre schon wieder was kreischen. Über uns! Scheiße, Mann, ich bin voll reingerannt, ich Depp. Egal, ich hol Dennis. Ihr macht das. Leute, wenn ich noch länger auf dem Boden liege, erkälte ich mich. Doch, jetzt haben wir es, oder? Das ist eine Blasenentzündung, das ist nicht witzig. Krass, wie die so abhaut und dann, Alter, wie die auch aussehen. Das ist ja echt abgefahren. Naja, so, wo geht's? Soll ich aufmachen? Ich mach auf. Glowstick. Wie sieht eure Health aus? 50. 70. 20. Okay, der, komm mal her, Denzel. Der mit 20 braucht auf jeden Fall was. Aha. Mach's zuerst auf. Ah, oh, danke. Shit. Aber jetzt kannst du es mir wahrscheinlich klauen. Achso, ich muss noch öffnen drücken. Ah. Wie viel habt ihr, Health? 72, ja. Du, Chiara? Ich hab 50. Hier ist noch ein Tool, Refill Pack. Komm mal her, Chiara. Wo ist er? Ach, da. Ja. Der füllt die Sentry auf, oder? Ja, genau. Wer braucht Sentry-Auffüllung? Niemand? Ich mach, füll meine selbst gerade auf. Oh, da war eine Herbe. Obwohl, doch, ich bin schon neben. Ich bin schon neben. Ich bin 38. Ja, klar, warte. Sehr gut. Warte, warte. Okay, dann nehme ich noch mehr. So. Gehen wir jetzt direkt da durch? Keine Umwege? Aber das war letztes Mal einfach nur ein Raum, ne? Der war letztes Mal gar nicht wichtig. Die können auch von hinten kommen, ne? Okay, dann ich schau mal durchs Fenster. Ich sehe nichts. Okay, Door unlocked. Easy. Keine Bewegung. Okay, das war wieder nur diese Loot Cave hier. Na, gib mal her den Loot. Glowsticks. Ich hab selber keine. Ammo-Pack ist hier oben bei mir. Ich ping mal. Hier sind noch mehr Glowsticks. Ich habe bei mir Medpacks. Hat jemand Platz dafür? Ja, kann ich nehmen. Tool-Refresher. Da habe ich hier auch nochmal einen Tool-Refresher. Hier ist echt viel Kram, aber wir haben noch gar nichts benutzt so richtig. Ja, kommt noch. Ich will das nur ungern liegen lassen hier. Wir können ja auch, kannst ja wieder zurückkommen. Kannst ja auch merken. Ja, das meine ich, das ist schwer. Hier ist nichts. Oder ich benutze das. Genau. Keine Gegner mehr? Glowsticks. Was ist denn das? Oh, Key White. Ich hab ihn. Geil. Ey, direkt zurück oder nicht? Ja. Lass direkt zurückgehen. Okay. Scheiß auf den anderen Kram. Sehr gut. Ah, hier ist noch eine Box. Hier ist Seafoam Grenade. Wo ging's denn wo lang? Wo geht's zurück? Hier zu mir, die Treppe hoch. Dann lassen wir den Raum richtig schön vorbereiten. Kann man hier, die Tür kann man nicht mehr zumachen, ne? Gott, ich weiß nicht, wie ich zu euch komme. Aber die hier, glaube ich, oder? Ja. Also hier? Simon? Nee, ich habe irgendwie einen falschen Weg genommen. Ja, du bist richtig geradeaus. Jetzt rechts abbiegen, ja. Krass, ihr seid ganz schön weit gekommen. Okay, ich bin da. Okay, Tür zu. Wo ist denn die Tür? Kommen die mit? Von da?
wo wir die Tür gerade zugemacht haben. Glaube ich, jetzt auch, überall. Könnte sein, ja. Also die kannst du ruhig zuformen. Dann tue ich da lieber, bevor ihr das zuformt, wieder meine Sentry hin. Aber ich würde hier, komm mal, in den Raum. In ach, du willst gehen. Die hinter den? Oh, das ja, ist gar nicht so dumm. Wenn die ankämpfen, Move. Dass du die... Genau. Ja, soll ich das auch machen? Na, es gibt vielleicht mehrere Türen. Also hier die Tür ist ja schon breached. Das ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Hä? Ansel, was hast du vor? Lass doch mal unseren kleinen Raum hier zu sichern. Das will ich nicht machen. Ich kann aber, wir können den Raum auch noch sichern, Chiara, und ich habe auch noch eine hast du noch eine Gatling? VW? Nee, ja, VW genau. Nicht. Ach, das Ding ist doch schon offen. Kriegen wir gar nicht mehr zu. Ja, das kriegen wir nicht mehr zu, aber da ist noch eine andere Tür. Ich habe keinen Foam dabei, leider. Aber wir haben hier noch eine andere Tür. Aber ich würde eher im kleinen Raum Zentrigang aufstellen, wo wir gerade die Action auch hatten. Okay, also die werde ich dann mal aufbauen. Wo ist denn das? Wo wollt ihr das? Ich weiß noch nicht genau. Hier hinter der Tür ist auf jeden Fall Action. Ich schon mal. Und eben kamen sie ja auch von hier. Das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Ach so, okay. Ja, tatsächlich. Ich hole meine Sentry da mal. Die ist zu weit weg. Können wir irgendwie High Ground nutzen? Wenn wir auf so ein Regal drauf gehen? Kann man auch. Was ist hier passiert? Was war das? Das war Foam. Ach, das war das Foam. Bitte kommen Sie mit. Bitte gehen Sie zu. Ist es schlau? Bist du jetzt auch hier zu mir? Ich will irgendwo hochklettern. Ja, du kannst ja hier. Chiara, hier, wo ich hinleuchte, ist noch so ein Ding zum. Ach nee, da kommst du nicht hoch. Nee, ich kann drüber springen. Ach so, das wolltest du. Ich will noch weiter hoch. Ich glaube, das geht nicht, weil die sonst hier nicht folgen können. Okay, ich bin auf der Tür. Das geht bestimmt. Alter! Oh, okay, nicht hinhocken, wenn man auf der Tür ist. Ja, okay, da. Ups. Wir haben Zeit, Chiara. Wir können alle warten. Mach ruhig die Tür schon. Dass du das überhaupt versuchst. Naja. Wow. Ja, es funktioniert ja scheinbar auch. Okay. Ja, Moment. Wollt ihr jetzt, ey Leute, es gibt keinen Preis Steht dafür ab. Oder so. Ja, aber der Preis ist das Überleben. Ja. Gute Fersen habt ihr auf jeden ich Fall. Bin oh, sehr gut. Oh, bleibt da oben, denn das ist richtig gut. Aber nicht in die Hocke gehen oder sowas. Ey, Edel, kannst du mal deinen Funken freilegen? Ich habe gerade ein bisschen schlechte Verbindung bei dir. So, müssen wir noch was? Ich bin bereit. Ich würde sagen, ich auch. Let's do it. Okay, ich schmeiß noch mal ein paar Glowsticks. Ja, Moment, ich lass mich kurz den Medipack noch einnehmen. Braucht noch jemand ein Medipack? Ja, ich bin neben dir, wenn du schon mal 70. dagegen bist. Ja, klar. Brauchst du noch mehr? Nee, ich habe 90 jetzt. Ich würde eins noch nehmen. Braucht noch jemand Ammo? Ja, du bist da, ne? Warte mal, geht's? Moment. Jetzt. Gut. Braucht sonst noch jemand Ammo? Ede, du vielleicht? Oder eine Pistole? Ja, würde ich nehmen. Mist, geht das jetzt so? Doof. Ah ja, das passt. Okay, ja. Okay, ich mach auf, ne? Ach shit, ihr könnt gar nicht da oben bleiben, weil ihr auf die Security-Dinger müsst. Auf die Security-Dinger? Und wenn ich mir ein Bein ausreiße und das da reinschmeiß. Ach so, stimmt, fuck. Die Security-Punkte. Ja, na, ach, uns gut. Wird das auch gerade aus dem Chat gesagt. Lachenderweise. Ja, und jetzt? Mann. Alarm detected, geht los, Leute. Okay, aber dann lass doch schnell die Punkte einnehmen. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist der Taktik, wo wir sie langsam einnehmen. Und dann okay, ja, okay, also, okay. Okay. ABCD Security Scan. 50. Okay, so. Okay, jetzt direkt so, auf die Boden. Wo sind jetzt, die jetzt kommen hier diese Streifen. Hier, ich hab einen. So, ich stehe auf einem. Ich auch. Ich auch. Und dang. Okay, das war's schon. Ja, wir sind krass. Durchgespielt. Können wir die Tür aufmachen jetzt? Achtung, nee, okay, passt auf die Sentry ganz auf, Leute. Ja, das finden wir. Noch ein Security Scan hier. Wo? Ich stehe auf einem. Ey, die. Shit, da hinten sind noch mehr. Ich gehe zu meinem, aber da sind überall. Warte, die Gun, Alter, die Kleider. Ich sag's noch. Ich stehe aufs. Okay, ich stehe auf meinem Scan. 40, 50. Nein, bleib doch mal drauf stehen. 80, 90. Sven, Bernd, oder? Nee, ich sehe noch so einen Streifen. Ja, aber ich stand auch gar nicht. Es bilden sich neue. Okay, oder? Nee, das ist jetzt aus die Tür. Raus. Nee, es kommt noch mehr, Hä? Oh, wie viel, was ist das für ein scheiß Security-System? Egal, nicht mehr. Ach, okay, das wird gescannt, Wir sind bei 90. Verdammte Tür. Irgendeiner ist rausgegangen. Nee. Wir Ja, doch. Okay, locked. Ich mach die Tür auf. Auf die Tür auf. Scheiße, auf die Security. Ich bin down. Okay, Gänse, ich hol dich. Freundlich, danke. Das ist vielleicht eine dumme Idee. Nee, ich finde die gut. Okay.
Ich stehe wieder. Super. Ach, das. Okay, es war schon. Okay, die Musik ist easy, wieder leise. Ne? Sentries aufheben. Okay, keine. Oh, shit. Also, da sind keine Jünger. Hinter dieser Tür ist schon wieder der nächste Shitstorm. Alles klar. Okay. Puh, ich habe keine Muni mehr. Das war sehr gut. So weit waren wir noch nie, Leute. Nee. Das ist komplett Enemy Territory jetzt hier. Hier sind nicht Leichen. Die Tür da rechts bitte öffnen. Bitte nicht die Tür da rechts öffnen. Also hier sind Leichen, aber ich glaube, die sind alle cool. Können wir jetzt machen. Das ist übrigens jetzt Zone 52A, für alle, die sich das fragen. Ne? Da müssen wir auch rein. Hier sind Kisten. Könnt ihr bei Opodo eingeben. Ja, um einen wohl. Gibt's hier noch irgendwie Kisten? Wir müssen ja auch. Hier ist erstaunlich wenig Loot für die unglaubliche Tat, die wir gerade geleistet haben. Hier hinter der Tür ist ein bisschen Alarm, aber nicht so richtig. Braucht jemand noch mein Tool Refill Pack? Oh, ja, gar ich hab nur 9%. Ah, okay, dann mach du mal. Bitteschön. Hervorragend, danke. Erstaunlich viele Regale. Erstaunlich wenig Loot. Ja, finde ich auch. Ja. Also, dass wir auch überhaupt nicht belohnt werden. Nee, ne? Wir haben es voll verdient. Hm. Ungerecht. Ach, come on, als ob das Schaden macht, wenn ich von der Kiste da springe, ey. Serious? Ja, ist auch nichts oben. Ja, vielleicht auf die Regale springen noch. Na, okay. Also, es gibt zwei Wege, es gibt zwei Türen. Wir haben hier die eine mit dem Shitstorm dahinter und die andere mit ein bisschen weniger gelöt. Dann lass doch weniger Shitstorm nehmen. Ja. Ja? Müssen wir wieder Security stehen oder können wir einfach so? Warte, ich komme. Weiß ich nicht. Die kleine Tür hat ein bisschen weniger gelöt. Dürfte auch nicht unmittelbar hinter der Tür sein. Ich mach mal auf. Lichter aus, oder? Ja. Und schleichen. Vielleicht können wir sie diesmal ruhig schaffen. Ich sehe noch ein Licht hier. Ja, einer hat noch an. Okay, hier rechts ist ein Terminal. Okay, die sind hinter der Tür hier. Okay, können wir Licht wieder anmachen? Ja. Oh, hier klangert was. Na, jetzt bin ich. Okay. Ist noch eine Foam Grenade? Ach, ich nehme die jetzt einfach mal. Okay, wir müssen HSU-830 finden. Hier ist ein Medipack. Wie sieht's bei euch aus? 40. 66. Simon, wo bist du? Denzel hat am wenigsten, glaube ich. Denzel hat 20. 20 nur. Gib dem mal. Gib dem. Okay, danke. Simon? Achso, ja, hab ich. Cool. Wir müssen. Wenn ihr Munition habt, ich bräuchte Munition. Wir müssen in Zone 52 Area F. Hat keiner Munition oder was? Nee. Wir sind 52A, das ist bestimmt dicht dran. Gut. Wir haben es gleich, komm Leute. Ja, also hinter der Tür passiert Folgendes. Soll ich Sentry aufstellen? Das ist gefährlich hier? Ja, das ist richtig gefährlich. Ich glaube, das ist der Showdown, ehrlich gesagt. Ich mach die andere Tür zu, wo wir herkommen und mach da eine Form Grenade rein. Oh ja, super smart. Also da könnte es jetzt richtig übel werden. Das ist richtig bescheuert, diese Form Grenade. Aber wir brauchen zumindest keine Security-Dingsens. Ich weiß nicht, warum ich so viele Lightsticks dahin werfe. Ich habe einfach Schiss. Okay, jetzt reicht's wirklich lange. Ich bin jetzt einfach 7. Okay, Leute. Komm jetzt, komm. Aufmachen. Wer macht? Wer ist? Wer berührt den Boden? Gut. Oh oh. Ach, keine Chance haben die. Luschen Aliens. Sehr gut. War's das? Oh, da kommen noch welche. Nicht in die Sentry Gun reinlaufen, denn so. Okay. Guter Tipp. Okay, die kommen aber nur alle aus der Richtung bislang. Noch zwei. Das für ein Gegner rechts. Da kommt ein Dreieck. Okay, das war's schon. Ja, easy. Nice. Das ist ja easy. Nein, nein, warte. Ach so, okay, warte. Nee, die sind hinter der Tür. Okay. Noch eine Tür. Hier sind wieder welche dahinter. Okay, wollen wir erst nach Loot scannen? Ja. Ich
brauche nur meine Sentry, ist fast leer. Ich glaube, Muni können wir alle gebrauchen, jetzt langsam. Mann, müssen wir das gleich uns durchhämmern. Das ist das geizigste Spiel der Welt hier mit dem Blut. Ist ja gar nichts. Nee. Hat noch jemand Toolkit-Munition? Nee, ich hab leider auch nichts. Okay. Außer Glowsticks. Ah, hier habe ich noch eine Sache gefunden. Da ist vielleicht für uns alle was drin. Ich habe ein Refill-Pack für euch, Tool. Wer will den haben? Oh ja. Wie viel hast du? Nur einen? Ich gebe dir auch gern zwei. Komm. Nee. Dennis will auch, okay. Weil Dennis Brat auch gebraucht. Okay, das mit Dennis habe ich nicht gehört. Schon. Ich dachte nur, du meinst mich. Tut mir leid, Dennis, da steht da ganz traurig. Ja, ist ja nur dein Leben. Ist ja nur dein Leben. Okay, wart ihr schon da drüben? Ja, ne? Ja. Ist aber eh nix. Dann, ready for showdown oder was? Ach, warte mal, hier ist ja auch eine Tür. Hä? Für die aber denn? Warte mal, vielleicht. Für die nicht zurück? Naja, die gibt's mehrere Türen. Ja, okay, aber was ist dann die da unten? Doch, da kommen wir ja her. Ich dachte, wir kommen hier durch die obere. Ja, aber wir hätten zwei Möglichkeiten gehabt. Ja, stimmt, unten ist auch nochmal. Guck einfach. Ja, okay. Ja, natürlich. Wisst ihr, was richtig cool ist, dass man, wenn man in so eine Lampe guckt, dass du dann die Kratzer auf deinem Display siehst. Das ist voll geil. Und auch nur dann, und es nicht nervt, sondern wirklich nur, wenn du genau hinguckst. Okay. Sentries platziert. Warte. Zack, bumm. Moment. Vielleicht okay, es könnte natürlich sein, dass von hinten irgendwas kommt, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Spiel kein Arschloch ist und deshalb. Gerade dann, ne? Ich mach auf. Okay, sie kommen. War's schon. Nee, einer kommt. Ich hör noch zwei, was. Drei. Links, drei kommen links, noch. Links. Oh shit. Noch drei. Zwei. Einer noch. Rechts oder links? Ist da. Okay. Fertig. Sehr das gut. Das ist jetzt so easy, Alter. Hey, wir sind krasse. Wir sind GTFO Pro-Gamer. Hier geht's runter. Hier ist auch noch eine Kiste. Hier ist 52F bei mir an der Tür. Da müssen wir hin. Was ist das? Fog Repeller. Was ist denn Fog Repeller? Gesundheit. Danke. Okay, aber nee, schauen wir uns erstmal um. Vielleicht finden wir ja noch was und dann können wir ja noch unten. Ja, alles schön weg. Also ich habe nur noch 13 Schuss und dann ist Hammer Time. Das nur so als Info. Aber ich habe die Sentry auch noch. Make every shot count. Meine Sentry ist leer. Und hier gibt's nichts zum Looten mal wieder. Oh, Glowsticks, Hammer. Hier geht's rund. Zwei Glowsticks. Genau, da geht's auch weiter, da unten. Ja, und hier, was ist hier? Scheint safe zu sein, ich mach auf. Okay. Ich habe im Chat gerade gelesen, wenn die wüssten, wie nah sie am Ende sind, womit wir das ja jetzt wissen. Clever. Hier ist nochmal Medkit. Wie sieht's aus, health-technisch bei euch? Ich brauche nicht. Mir geht's 50. 66. Hier ist noch eine Tür. Ja. Willst du mal durchgucken? Klar würde ich was nehmen, aber Sekunde. Mach erstmal anderen. Ich habe einen Red Glow Stick. Ein Red Glow Stick? Keine Ahnung. Ja. Tür ist safe. Okay, da müssen wir jetzt eh rein. Ist keine Fehler erlauben. Okay. Das sieht mir nach Ende aus. Ich mach den Fog Repeller mal an. Ich weiß nicht wofür. Den Fog Repeller. Und hier ist ein Spind. Was macht der denn? Gar nichts. Ach doch, der hat den Nebel weggesaugt. Ja, hier war Nebel? Hab ich auch nicht bemerkt. Ja, weil ich so schnell mit dem Nebel-Repeller war. Wer braucht Munition? Ich hab Ammo-Packs. Gut, erstmal Simon, glaube ich. Fuck, ich bräuchte aber auch. Ja, ich brauch dringend Muni. Aber zumindest eine bleib einmal stehen, klicken. Bin hinter dir. Bin hinter dir. Okay, ich bin hier. Okay, aber bleib einfach stehen und ich komme zu dir. Ist das dein Fog-Repeller-Geräusch? Oder was ist das? Doch, das ist. Danke, ich habe jetzt wieder 30. Wenn ihr übrigens mit dem Mauszeiger auf die Gegner, auf die Mitspieler geht, dann seht ihr auch, was die Werte sind. Sowohl die Muni als auch Health. Reicht dir das? Was hast denn du denn? Ja, reicht. Du brauchst auf jeden Fall auch noch. Ich brauche Muni auf jeden Fall. Ja, mehr habe ich nicht. Also für die Sentry wäre geil. Ach so, nee, ich habe dir jetzt für deine Assault Rifle Muni gegeben. Ja, ich bin Hammerman. Ich mache alles mit dem Hammer. Sledgehammer. Nee, okay.
Wo ist denn jetzt hier der Weiterweg? Also, wo es geht. Also, ihr wisst, was ich meine. Wo geht's weiter? Mhm. Du bist doch der Captain Skernotron hier. Ich glaube, ich bin richtig. DNA aber ich bin mir nicht sicher. Ey, wir müssen nur noch haben. Nee, oder seid ihr richtig? Das 8, ist alles sehr sackgassig, wo ihr da seid. Ja, ich das ist mega sackgassig. Aber das da war kam auf der noch Karte jetzt, gucken. Da kam noch gerade eine Anzeige jetzt hier. Ja, das muss wirklich hier irgendwo sein, genau. Vielleicht eine Etage runter. Und dann noch mal gucken. Nee. Meine Taschenlampe ist so schlecht. Meine Taschenlampe ist schlecht. Irgendwas haben wir doch hier, oder wie? Das ist schon komisch. Ah, hier hoch? Wir müssen das? Oh ja, guck mal. Simon, DNA-Core-Sample retrieven. Wo seid ihr auch da? DNA-Sample kann ich euch geben. Hier waren wir aber auch schon. Hier waren wir schon, ja. Ist das noch 52? F? Gibt nee, es G. Hier waren wir schon. Hier mit den zwei Gabelstaplern, die kann ich mich erinnern. C sind wir. Wir müssen in F? Ja, da hieß es, finden wir, was wir brauchen. Dann gehen wir in F. Ja, wir haben 2020. Wenn es einen Gabelstapler im Spiel gibt, dann sollte man die auch fahren können. Ja. Außer bei Shimu. Da würde ich mir wünschen. Dass man sie nicht fahren kann. Ja, das eine Spiel. Ja. Ist halt Arbeit, wie im echten Leben. Geil. 60 Geil. Euro. Ich nehme zwei. So, jetzt, Leute. Das ist aber jetzt hier. Was jetzt? Nicht, ne? Was los? Ihr lauft schon wieder in die Sackgasse da. Ah, ja? Ja, weil ich einfach nicht fassen kann, dass es eine Sackgasse ist. Das ist einfach, hier, wo ich bin, da kann man noch ein Stockwerk hochlaufen. Hier, take DNA Core Sample. Ja, yeah. Oh, hast du es jetzt? Enter Security Scan, bin ich hier? Nee, wie? Ist es bei euch oder bei mir? So, da kommt Security Scan. Ja. Ihr müsst alle hierher kommen, das ist das Ende. Wo? Ja, wo ich bin. Okay. Aber meint ihr, jetzt kommen Gegner? Ich mache noch eine Sentry für sie selber. Kommt der Weihnachtsmann. Ja, komm mal schnell her, ich habe Angst. Ich will das jetzt nicht nochmal machen. Also, ich will es jetzt durchspielen. Sonst wäre ich geschlagen Moment, zu Hause. Haben wir nicht noch mehr Sentries? Waffe habe ich noch. Ja. Ich weiß nicht, ich habe noch einen Red Glowstick. Zack! Kann der Chat irgendwie sagen, für was Red Glowstick ist? Ich glaube, das ist jetzt einfach die Stage. Schmeiß den einfach. Ich schmeiß einfach mal. Ja, genau. Oh, Hammer, sieht man, siehst du? Mega. Okay. Sind jetzt alle da? 11 Stück noch von. Wer fehlt denn jetzt noch? Keiner. Drückt mal alle E hier auf dem DNA-Core-Sample. Wir muss müssen ach, e. alle euren Finger reinstecken. Ach, so ist das Drück gedacht. E. Ja, aber und sieh nix. Take DNA Core Sample. Hold Return. A, B, C. Es fehlt noch D. Oh, yes. Ich war nicht ganz drin, sorry. Und? Ja, zum Anfang wieder. Aber ruhig. Oder vielleicht durch. Ich wollte gerade sagen, wollen wir das nicht einfach panisch schnell machen? Oder panisch durchrennen. Ja, nehmt die Sentry Gun mit. Okay. Ja, okay. Warte, kommen die nicht jetzt? Ja, wir hören. Panisch durchrennen, Leute. Ich glaube, wir müssen laufen, oder ist das bei solchen Spielen am Ende nicht so? Lass Ede durch. Ja, ich denke auch. Lass Ede durch. Komm! Wohin denn jetzt? Panik! Panik! Was denn jetzt? Kämpfen oder nicht kämpfen? Wir müssen nach vorne, Eddie. Das ist garantiert eine Unlimited Welle. Ja, gut, wir können es ja nicht beschleunigen. Okay. Oh, doch. Doch. Die Kids kommen hier. Oh, oh. Ey. Hat der gerade einen Breakdance-Move gemacht? Ja. Na, lass mal zwischendurch sprinten. Wo geht's denn lang? Keine Ahnung. Geradeaus. Immer dann noch. Links. Geradeaus, hier links, dann links. Ja, ich denke auch, dass es jetzt einfach hier runter. Oh, der ist noch angezeigt. Hier ist eine Tür. Ja, okay. Wir hätten die alle Türen offen lassen sollen. Einfach durchsprinten, einfach durchsprinten. Naja, da kommt nichts mehr nach. Da vorne sieht man es schon fast, oder? Nein, da vorne ist doch Musik. 9%! Scheiß Foam-Dinger! Warum? Kann mir einer helfen? Die sind in der Hand! Lauf mir weiter! Der Foam! Der Foam! Ich will den Foam! Hau den Foam weg! Wer hat das eingefoamt hier? Scheiße! Nein, bitte auf! Okay, ich rette uns mit der Sentry! Ja! Scheiße, ich bin tot, aber ich habe. Ich will hier nicht. Schmeiß deine roten Glowsticks! Ich bin tot! Kann ich denkst du, ich kann noch werfen? Es ist Ede noch. Hau ab! Ah. Ja, hau ab! Ja, das war's. Knapp. Das ist ein verdammtes Spiel, Mann! Nee, ey. Ja gut, wir haben jetzt, finde ich, gut gespielt und lang gespielt. Wir haben es auch fast geschafft. Haben nur kein Ende gesehen. Ich gucke jetzt auf YouTube. Ende. Konsequenz. Zeig einfach das Video schnell. Regie soll das Video abgreifen jetzt. Oh, nee, ey.
Work together or die together. Ich würde sagen, wir haben beides gemacht. Wer hätte es geschafft, hätten wir uns nicht unsere eigenen Türen zugefunden. Ja. Das war auf jeden Fall geil. Ich meine, da jetzt kann ich mit rechnen, dass die eine Tür, wo wir die eine Granate dranhauen, dass das die ist, wo wir später durch müssen, ne? Da, ich habe sogar schon da Leuchten gesehen. Wir waren hinter der Tür, war das Ding fast. Aber es ist geil. Ein gutes Spiel. Ich hätte es aber auch gern geschafft, irgendwie. Aber jetzt hätte ich auch echt nicht nochmal die Motivation, es nochmal zu machen. Nee. Jetzt ist wirklich motivationstechnisch jetzt wirklich vorbei. Dazu ist es auch echt immer zugleich und die Schusswechsel nicht geil genug. Ja, beim nächsten Mal holen wir uns den ersten Level und spielen dann im zweiten weiter. Also der erste Video jetzt. Der erste im Sack. Ist das eigentlich schon fertig oder ist das noch so? Early Access. Early Access, okay. Ja. Das ist Version 0,1 laut. Da kann tatsächlich noch eine Menge passieren, ne? Oh, aber dafür fand ich, ist das durchaus schon wenig Bugs, sag ich mal. Ja, spielt sich okay. Aber ist noch nicht, hat noch nicht diese Perfektion von Left 4 Dead zum Beispiel, finde ich. Das ist wahr. Das sag ich, obwohl ich das noch nicht mal mag. Aber gerade, dass es sich mal so anders spielt, dass es nicht so, oh, jetzt kommt die Herde und dann wieder schnell nach vorne. Auch, dass es eben nur gegen KI ist, finde ich ganz schön. Gibt es denn einen Multiplayer-Modus, der irgendwie noch den Monstern eine Möglichkeit gibt? Nein, oder? Nö. Also, soweit ich weiß, gibt es nur diesen Modus. Ja, ein schönes Koop-Ding. Fand ich besser als Evolve oder so jetzt. Ja, ein bisschen mehr Loot. Ja, mehr Loot und es könnte noch ein bisschen mehr Abwechslung mit Tools und so, dass man noch ein bisschen vielleicht auch mehr die Umgebung noch nutzen könnte, irgendwas aufbauen, so ein bisschen mehr Tower-Defensive Ideen oder so. Aber das ist eins der wenigen Spiele, wo so eine Support-Klasse, du warst ja immer der Scan-Man. Das ist ja normalerweise mega langweilig und keiner will es machen und ist auch total unnütz. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe, das macht das total super Sinn, cool ist und wichtig. Ja. Es ist nicht einfach nur ein Gimmick, sondern es hilft wirklich, nicht in irgendeine Todesfalle zu rennen oder so. Aber man könnte noch mehr so mit Minen und so. Man hätte Bock, dann so einen gesamten Raum so auszustaffieren, dass wenn die Welle kommt, du im Prinzip nur noch so da sitzt und guckst, wie sich so dein Plan entlädt und du eigentlich nichts machen musst. Ja, so. Ja, wäre cool, wenn man einstellen könnte, wie viel Loot man kriegen kann, damit man so die Schwierigkeitsgrade ein bisschen abändert. Und dann, alles voller Minen. Keine Pumpguns, keine Ahnung, irgendwas. Ja. Die Klassen könnten auch noch spezifischer sein. Dass der eine ist irgendwie der Brawler, der andere ist irgendwie der. Ach, was weiß ich. Okay. Ey, ist Early Access, es macht schon Spaß. GTFO kann man empfehlen. Wir hatten ja schon deutlich beschissenere Spiele. Insofern, lasst uns das gerne mal wieder machen, wenn da ein neuer Patch rauskommt. Ja. Kann man denn nur maximal 4, oder? Ist leider. Genau, ja. Also und es gibt auch gar keine Multiplayer-Komponente, oder? Also das ist immer PvE, so wie es aussieht. Ein Koop-Shooter. Ein kooperativer Hardcore-Ego-Shooter. Für viele Spieler Hardcore. Mit Fokus auf Teamplay und Atmosphäre. Ja, es ist diese Sache, also es ist schon nichts für, ich sag jetzt Casuals, aber halt, wenn man sich reinarbeiten. Ne? Nee, ja für Hardcore-Spieler. Pros wie uns halt. Aber du kannst es halt ohne Freunde nicht spielen, also ohne einen Vierer-Squad. Und das kostet 34 €. In dem Moment weint der Chat. Weil ich sage, 34 Euro ist auch schon ein bisschen viel. Hammer, 35, ne? Das ist schon ein bisschen viel. Finde ich auch. Das könnten auch 20 sein. Ja. 90, ich würde 19,99 sagen. 20 klingt so hart. Ja. Leute, das war's mit dem Dienstag heute. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Ja, Leute, weint nicht. Ich habe auch keine Freunde. Das ist wieder überschätzt im heutigen digitalen Zeitalter. Kann ich bestätigen. Stell dir mal vor, ihr hättet 1980 keine Freunde gehabt. Das wäre scheiße. 2017 völlig, oder was, wir haben gar nicht 2017. Das ist vernachlässigt. 2020. Da hat Angst, 2017. Dass man keine Freunde mehr braucht. Es gibt Tinder, es gibt Steam, ohne Scheiße, Instagram. Was braucht ihr Freunde, Alter? Jetzt genau, mal ganz ehrlich. Mann, ich hol mir die Likes online. Was soll der Shit? Verteilt ihr die Likes bitte auch bei uns. Nehmt sie nicht nur für euch, gebt uns auch mal ein paar von ab. Ja. Und dann sehen wir uns vielleicht bei, also wir sehen uns definitiv nächste Woche wieder, vielleicht in einer anderen Konstellation, vielleicht mit demselben Spiel, vielleicht mit einem anderen, aber irgendwann kommt das nochmal. Also eine Menge vielleicht. Ihr solltet einschalten, um zu sehen, was draus wird. Das war's. Genau. Danke, Dennis. Danke, Chiara. Tschüss. Tschüss.